Und damit sage ich nochmal herzlichen guten Morgen, liebe Zuschauer, zum heutigen JFD Live-Event hier heute mit Henry Philipsen am Start. Chris Kämmerer gerade am Sprechen. Der ein oder andere dürfte mich, Schrägstrich uns, ohnehin schon kennen. Freue mich auf jeden Fall, dass wir uns heute dem Markt wieder zuwenden können. Heute mal am Freitag, liebe Leute. Also nicht wie sonst am Donnerstag oder am Dienstag, sondern mal zum Wochenausklang. Auch ganz spannend. Gibt es auch verschiedene, ja, Ansätze im Sinne dessen, handelt man montags, handelt man freitags, das werden wir mit Henry alles mal besprechen, so ein Stück weit aus der Erfahrung heraus. Freue mich auf jeden Fall, dass wir heute den Henry zu Gast haben. Hier bekannt, wie gesagt, möchte ich es nochmal an dieser Stelle erwähnen, vom God-Mode-Trader, auch bekannt für die täglichen Euro-US-Dollar-Analysen, die hier praktisch täglich geupdatet sozusagen am Morgen hier ihren Zulauf finden, wo Henry praktisch das Major FX Pair in Form vom Euro-US-Dollar täglich unter die Lupe nimmt und selbst natürlich auch schon eine große Historie in Sachen, ja, Erfahrung im Brokerage-Geschäft hat, Erfahrung im Trading, und das ist natürlich auch eine Expertise, die wir uns heute mal hier eingeladen haben, um auch im Sinne des Live-Events natürlich, wenn es denn passt, auch den einen oder anderen Trade zu finden, aber natürlich auch darüber zu sprechen, wieso sein Werdegang ist, die Vorgehensweise am Markt, einfach mal ein paar Trading-Skills kennenzulernen von Marktteilnehmern, die das eben nicht erst seit ein, zwei Jahren machen, sondern schon Jahrzehnte, hätte ich fast gesagt, aber Henry, ich weiß, dass du schon sehr, sehr lange dabei bist. Und insofern wollen wir uns dann mal so ein Stück weit anschauen, was du so treibst, wie du auch zu deinen Schlussfolgerungen vom Euro-US-Dollar zum Beispiel kommst. Also warum dies ein oder andere hier der Fall ist. Wir haben ja dann auch noch die Wahlen am Freitag. Hast du auch heute hier schon direkt mal am Freitag, was sage ich, am Wochenende, hier in der heutigen aktuellen Analyse gepostet. Also das heißt, wir können da heute auch mal ein bisschen auf dem Thema rumreiten. Freut mich aber auf jeden Fall, dass wir hier sozusagen den gemeinsamen Weg gefunden haben. Ich werde auch ein Stück weit was beisteuern. Ihr wisst Bescheid, liebe Leute, wir machen in der Regel 2, 2,5 Stunden am Vormittag, um dann am Nachmittag ab 14:15 Uhr nochmal aufzusetteln. Ja, für alle die, die das hier nochmal erklärt haben wollen. Wie gesagt, es gibt eine Morning Session, auch als European Session bekannt, sozusagen, wo wir den europäischen Markt covern. Jetzt in 5 Minuten eröffnet der CASA DAX und auch der europäische Handel als solcher, Eurostoxx und dergleichen gehen an den Start. Und das ist natürlich genau das, wo wir jetzt sagen, okay, da wollen wir auch dabei sein, deswegen auch ein Stück weit vorher. Das Ganze dann etwa bis 10:45 Uhr, 11 Uhr, 11:15 Uhr roundabout, je nachdem, was uns der Markt sozusagen zuwirft, beziehungsweise wie weit wir kommen. Und dann machen wir am Nachmittag natürlich nochmal die nächste Session. Vor den News wohlbemerkt, gehen wir direkt mal rein. Wir haben heute hier 14:30 Uhr ein bisschen was auf der Agenda. Ein bisschen was ist gut. Die kanadischen Verbraucherpreise, da könnte für den kanadischen Dollar ein Stück weit was gehen. Der ist da immer sehr, sehr, sag ich mal, reaktionsschnell. Hier am Vormittag haben wir einiges aus der EU. Das heißt, wir haben dann hier auch 9:30 Uhr durchaus beim Euro vielleicht ein Stück weit spannende Bewegungen. Ja, aber heute 14:15 Uhr, wie gesagt, geht es dann weiter bis etwa 16:15 Uhr, 16:30 Uhr. Schauen wir mal, was der Markt uns so darbietet. Gut, jetzt werden wir so langsam aber sicher auch dem Henry gleich mal das Mikrofon übergeben. Wie gesagt, wir werfen uns die Bälle ein Stück weit hin und her. Ihr könnt es gern Fragen stellen, jederzeit an Henry, an mich und natürlich, wenn ihr auch irgendwelche Lieblings-Underlyings sehen wollt, können wir das auch machen. Henry wird uns vielleicht auch ein bisschen was von seinen Trading-Skills am Nachmittag vermitteln. Das, wie gesagt, gestalten wir relativ flexibel. Freue mich auf jeden Fall, dass wir da heute hier zusammen sind und insofern wollen wir dann auch gleich mal loslegen. Wie Henry praktisch auch vorgeht und seinen Handelstag zusammenstellt, denn ihr wisst ja wahrscheinlich auch, dass der Henry die Forex-Levels sozusagen auch täglich hier kreiert, im Sinne seines Setups. Vielleicht kann er uns da auch was zu sagen. Das werden wir mal sehen. Hier, wie gesagt, sein Desktop für alle Leute, die ihn noch nicht kennen sollten, auch immer stark frequentiert und insofern durchaus einen Blick wert. Okay, Henry, ich meine, du müsstest auch zu hören sein. Sag ruhig mal kurz was. Eigentlich bist du noch on. Ich höre dich prima. Könnt ihr mich auch hören? Perfekt. Absolut perfekt. Also die Übertragung ist jetzt sehr, sehr gut. Mit der Webcam vorhin, das mag sein, dass du auf dem verkehrten Bildschirm warst. Die Leute haben dich nämlich dann doch nicht Ja. gesehen. Also warst bei mir auf der linken Seht ihr Seite. jetzt meinen Bildschirm eigentlich? Seht ihr Nein, meinen Bildschirm eigentlich? noch nicht, noch nicht, noch nicht. Also ich würde dir den gleich Noch nicht? übergeben. Wenn du soweit bist, Henry, würde ich dir den direkt zuspielen. Okay. Ja, ich bin soweit. Okay. Ich weiß noch nicht, welchen von meinen beiden Bildschirmen jetzt übertragen wird. Pass Ich auf, du kannst es auswählen. Also wenn ich dich jetzt praktisch Ja, ich weiß. genau benenne, dann einfach check mal aus. Da gibt es dann auch so ein Rechteck um den Bildschirm. Und dann hast du es eigentlich relativ schnell auf dem Sichtfeld, was genau übertragen wird.
So, jetzt So. schauen wir mal. Braucht noch ein Stück, aber Eile mit Weile. So, jetzt müsste aktuell nichts zu sehen sein. Ich sehe zumindest die Ankündigung. So, da haben wir es, Henry. Also du bist gut zu sehen. Bild ist groß und deutlich. Okay, was? Ihr seht jetzt gerade wahrscheinlich jetzt mein Guidance-Desktop hier, ja? Hier sehen wir gerade Euro, US-Dollar. Genau, prima. Dann fange ich mal an, okay, ja? Klar, gern, gern, Henry. Also so, ich denke mal, wie gesagt, die Teilnehmer können uns ja hier auch die Fragen sukzessive reinschießen. Ich denke ganz sicher kommen die Fragen. Ansonsten, was mich interessiert, was die anderen sicherlich auch sehr interessieren würde, ist eben so deine Herangehensweise am Morgen. So beachtest du News, guckst du auf die Asia Session, so was sind so ein bisschen die Skills, die dich so jeden Tag antreiben, hier den Markt zu covern? Genau. Also ich sitze heute ja schon seit früh um 7 vor dem Rechner, habe auch schon den ersten Newsletter geschrieben. Natürlich der erste Blick geht ganz klar auf die Kurse. Ich beobachte hier die Kurse bis zum späten Abend und schaue mir erstmal früh die Kurse an. Danach geht erstmal der Blick auf Forex Live, die immer so einen Session-Rub anbieten, was in der Nacht passierte in Asien. Das sind also meistens Daten aus China, Australien, Neuseeland, aber auch Kommentare und Infos, die teilweise auch den Euro mit betreffen. Das ist immer sehr interessant, sehr kurz und prägnant. Wie gesagt, leider auf Englisch, das ist die einzige Downside, wenn ich mal so sagen darf. Aber ganz ehrlich, in dieser Qualität bietet es sonst keine deutsche Webseite, wie sie hier auf forexlive.com heißt die Seite. Qualität sehr hoch, wirklich alles zum Thema Forex und alles gratis. Das ist also auch die gute Nachricht. Wie gesagt, in der Umfänglichkeit und der Qualität, das sind auch alles Ex-Bankenhändler, die hier schreiben, hat man das sonst nirgendwo. Also wer des Englischen mächtig ist, natürlich eine ganz interessante Seite, wirklich auch. Guter Tipp, Henry. Vom Inhalt her zu empfehlen und auch in Realtime. Also wenn jemand die eine andere Seite in Deutsch kennt, kann er mir die gerne bitte weiterschicken auf meinem Stream. Dann kann ich die auch an meine User weiterleiten. Aber wie gesagt, ich kenne jetzt keine deutsche Seite. Der DAX hat gerade aufgemacht. Den Euro würde ich erstmal kurz hinten anstellen. Schauen wir uns mal die DAX-Eröffnung haben. Vielleicht auch für einige interessant. Ich ziehe das mal hier rüber einfach. Das ist der DAX-Screen. Warum habe ich jetzt hier so viele bunte Charts? Das ist einmal oben der DAX, DAX Future, DAX Kassa Index. Und was habe ich hier rechts? Den S&P. Hier haben wir den S&P-Kassa-Kurs, den Schlusskurs. Und ich sehe also, wie der Future-Gedax wird. Der wird aktuell also 3,5 Punkte über dem Schlusskurs getaxt von gestern Abend. Wir haben hier unten den DAX Future. Und DAX Kasse sieht alles relativ unspektakulär aus. Der DAX hat wirklich immer noch Schwierigkeiten mit der Marke um 12,50. Die hatte ich auch gestern schon als Widerstand nochmal mehrfach deklariert. Eigentlich nach der Rallye, die Amerikaner gemacht haben gestern Abend, ist es eine relativ schwache Eröffnung im DAX, muss ich mal sagen. Da hatten sich sicherlich der eine oder andere mehr erhofft. Aber man sieht im Prinzip, der Trend hier im Stundenchart kurzfristig ist klar runter. Wir hatten dann gestern eine sehr schwache Öffnung, die aber wieder hochgekauft wurde. Aber so richtig nach oben hat da nichts gemacht. Wie dem auch sei, oberhalb von 12.000, wenn jetzt hier nicht wieder direkt unter 12.000 geht, würde ich eigentlich tendenziell beim DAX heute Vormittag die Long-Seite präferieren. Warum? Weil wir sehen hier eine massive Rallye bei den Amerikanern, die offensichtlich gar keine Angst haben vor dem in Europa beherrschenden Thema der Wahl in Frankreich. Das juckt die Amis nicht, die kaufen, aber offensichtlich die Deutschen bzw. die deutschen Aktien belastet das noch ein bisschen. Da sind wir auch schon beim Thema. Die Wahl in Frankreich ist das alles entscheidende Thema, gerade auch natürlich für den Euro-Dollar, ja. Jetzt lehnen die Charts hier rein. Das heißt, Euro-Dollar wird heute tendenziell sehr, sehr schwierig zu handeln sein aus technischer Sicht. Wir haben hier den Tageschart. Also ich habe mir hier so ein Desktop gebastelt, wo ich hier die Kursliste habe und mich einfach jetzt hier durch die verschiedenen Währungspaare durchklicken kann.
wenn denn die Bandbreite jetzt reicht. Ja, klappt. Also verlinkt das einfach hier. Viele werden es ja kennen, ja. Und was habe ich hier gemacht? Ich habe also hier, ich gehe nochmal jetzt auf den Euro-Dollar zurück, weil der für uns heute interessant ist. Habe mir einfach eine Kursliste gemacht mit den verschiedenen Währungspaaren und auch dem Dollar-Index Future, die JFD-Indikation, DAX, Gold, WTI, Öl. Durch die Liste scrolle ich mich im Prinzip am Morgen durch, sodass ich einen Überblick bekomme, was ist danach passiert, was ist gestern passiert, nochmal am Nachmittag, was sind die Patterns. Ja? Sie sehen also jetzt hier, Im Euro, ich mache den jetzt mal groß hier im Tageschart. Wir hatten gestern ein Heranlaufen an den EMA 200 im Tageschart. Ich stelle den jetzt mal hier ein. Wir brauchen den 200er. Da ist er im Prinzip rangelaufen, aber hat es nicht geschafft, sich darüber zu etablieren. Also kurzfristig für mich ein ganz klar negatives Signal. Das hatte ich ja heute auch früh auch im Ausblick geschrieben. Sie sehen das hier im 30-Minuten-Chart nochmal genauer. Das heißt, wir haben dann gestern bei 0,87, knapp unter der 0,87er-Marke, eine Art Doppeltop gebaut und im Prinzip die ganze Rallye komplett wieder abverkauft. So eine Art V-Formation jetzt hier gebastelt. Das ist einfach kurzfristig klar negativ. Man hat hier Dynamik nach oben gestern. Und hier diese Art Doppeltop und dann kommt er wieder zurück. Und im Prinzip jetzt ist es die einzige Möglichkeit, die ich jetzt in Euro aus technischer Sicht handeln würde, kurzfristig, ist, dass ich jetzt hier auf eine Erholung warte, vielleicht in den Widerstandsbereich hier, an dieses Zwischentief vom Nachmittag und dort versuchen, Short-Positionen aufzubauen. Warum? Natürlich haben wir hier den übergeordneten Aufwärtstrend, aber das Momentum ist weg und der ist dynamisch abverkauft worden. Das ist für mich potenzieller Beginn einer größeren Abwärtskorrekturwelle, weil er eben so impulsiv und dynamisch war. Von daher würde ich jetzt nicht erwarten, dass wir jetzt von hier aus sofort wieder über 1,087, über 1,08 gehen. Ich würde hier eher im Minimum eine zweite Abwärtskorrekturwelle wahrscheinlich nochmal bis 1,0670, 1,0680 erwarten, wo man dann schauen kann, ob er wieder gekauft wird oder ob er halt weiter Dynamik entwickelt. Wie gesagt, für mich ist der jetzt nicht mehr long seit dem, was er hier gestern gemacht hat, sondern tendenziell jetzt in Erholung short der Euro. Wir sehen es auch hier im 15-Minuten-Chart. Wie gesagt, was da jetzt passiert, natürlich der kurzfristige Aufwärtstrend hier mit den zwei Kerzen, 15 Minuten, der kann ja halt noch mal Richtung 1,0057 gehen. Ja, es wird halt heute auch viel davon abhängen, was passiert da in Frankreich. Ich meine, diese Schießerei am Abend, das spielt natürlich den Rechten, also Marine Le Pen, in die Karten und deswegen vermute mal, gab es auch, wobei der Ausverkauf gestern hier schon eher angefangen hat, als diese Schießerei war. Jedenfalls, das spielt natürlich den Rechten in die Karten, sodass jetzt hier der Euro auch aus diesem Blickwinkel nicht mehr so viel nach oben machen dürfte im Vorfeld der Wahl. Ja, dann würden wir uns mal, also das ist wie gesagt erstmal ganz grob jetzt erstmal meine Vorgehensweise am Morgen. Ich schaue mir halt wie gesagt an, was ist in der Nacht passiert. Dazu nehme ich wie gesagt diese Forex Live Seite. Sie können hier oben dann auch einfach auf diese Session Rubs gehen. Da kriegen Sie im Prinzip die Zusammenfassung der sogenannten asiatischen Sitzung, der amerikanischen Sitzung, der europäischen Sitzung. Und die Jungs dort, wie gesagt, sind alles Profis, die fassen Ihnen hier zusammen, was in der jeweiligen Periode passiert ist. Wie gesagt, den einen oder anderen interessant, der des Englischen mächtig ist. Wie gesagt, in Deutsch kenne ich leider so eine qualitativ hochwertige Seite gratis nicht. Deswegen. Dann schaue ich mir natürlich die heutigen Daten an, machen wir gleich mal. Wir haben also am Vormittag eine ganze Reihe von Einkaufsmanager-Indizes. Ich muss sagen, ich nutze dazu nicht die Goldmo-Trader-Seite, sondern ich nutze die Forex Factory zum Beispiel oder Trading Economics, weil man hier einfach die Wichtigkeit gleich grafisch unterlegt hat. Und wie gesagt, es sind nur Daten, die für den Forex-Markt relevant sind. Wir sehen also, die ersten Einkaufsmanager-Daten in Frankreich waren besser als erwartet.
Das spielt natürlich jetzt im Euro kurzfristig nach oben in die Karten. Das heißt, könnte vielleicht durchaus nochmal Rückenwind bekommen. Um 9.30 Uhr geht es weiter mit den deutschen Einkaufsmanager-Indizes. Und um 11 Uhr bzw. um 10 Uhr haben wir dann nochmal die Eurozone. Spannend wird es um 10.30 Uhr europäischer Zeit. Da kommen die britischen Einzelhandelsdaten. Da dürfte es ordentlich Bewegung im Kabel geben. Und am Nachmittag gibt es dann die Zahlen im kanadischen Dollar. Ich hatte letzte Woche eine kleine Diskussion mit einem User bei mir auf dem Guidance-Stream, der sagte, ja, die Wirtschaftsdaten, die interessieren mich nicht. Ich handle den Trend. Ich handle nach Markttechnik und die Wirtschaftsdaten interessieren mich nicht. Da muss ich sagen, das halte ich für einen großen Fehler. Es ist durchaus legitim, einen Ansatz zu haben, zum Beispiel den Trendansatz oder die Markttechnik zu handeln. Aber man muss halt auch wissen, wann sein Ansatz Berechtigung hat, eine Daseinsberechtigung hat und wann nicht. Und wenn eben wichtige Wirtschaftsdaten 10.30 Uhr aus Großbritannien kommen und man ist long im Kabel, weil er einen 5-Minuten Aufwärtstrend hat nach Markttechnik, dann spielt das technische Bild im 5-Minuten-Chart in diesem Moment keine Rolle. Da gibt es Jungs in London, die schmeißen dann Milliarden auf den Markt, und das meine ich wirklich so, das ist so, wo einfach dieser Trend keine Rolle spielt. Für die schauen auf die Zahlen, und wenn die abweichen von den Erwartungen, dann gibt es da einfach eine Reaktion. Und wenn man diese Wirtschaftsdaten nicht auf der Uhr hat und seine Position vorher schließt oder den Stop entsprechend anpasst, dann wird man in meinen Augen langfristig keinen Erfolg im Forex-Handel haben. Das heißt, man muss das gesamte Bild betrachten, ist wie eine Art Puzzle, ja. Ich habe das auch in meinem Beitrag zu dem Gottmo Trader Handbuch geschrieben. Das ist ein Puzzle und besteht halt nicht nur aus Chartanalyse oder nicht nur aus Fundamentalanalyse, sondern man sollte halt wirklich die anderen Sachen auch auf der Uhr haben, ja. Sehr, sehr richtig. Wer das nicht hat, im Kabel vor allem. Ja, das heißt, man muss irgendwie gucken. Klar, ich bin 100% auch absolut Charty-Techniker, nur ich muss halt die Spielregeln einhalten. Und die Spielregeln bedeuten halt, ich kann diese Wirtschaftsdaten absolut, gerade im Forex-Handel, im Intraday-Forex-Handel, überhaupt nicht vernachlässigen, weil es gibt so viele Jungs und Mädels, sage ich mal, die handeln ausschließlich die Daten. Wo ich in Malte damals beim Volksbroker gearbeitet hatte, wir hatten einen Kunden, der hat extrem erfolgreich nur kanadische und britische Wirtschaftsdaten gehandelt. Der hat vorher Positionen eröffnet, riesengroße Positionen, teilweise 20 Millionen, und ist dann kurz nach den Zahlen wieder rausgegangen. Das heißt, der hat im Prinzip nur gezockt oder hat viel Geld damit verdient. Das heißt, für den war es eine profitable Strategie. Wir haben immer so ein bisschen spekuliert, ob er jemanden sitzen hat in den Büros, die Zahlen dann veröffentlicht. Was der wusste eben, also 7 von 10 Fällen hatte der den richtigen Riecher bei diesen Zahlen, bei denen es halt immer eine krasse Marktreaktion gibt, ja. Deswegen sage ich, selbst wenn man im Chart handelt, im 5-Minuten-Chart, als Trader, als technisch orientierter Trader, muss man unbedingt diese Zahlen zumindest im Hinterkopf haben, wissen, dass die kommen und entsprechend agieren. Man muss ja nicht unbedingt dann handeln, aber nur für seine markttechnikbasierte Position sollte man es im Hinterkopf haben. Wie siehst du das, Chris? Ja, das hast du eigentlich relativ gut dargestellt. Wir hatten das Thema auch mit Jay letztes Mal im Januar. Gerade der Forex-Markt ist ja eine globale Maschinerie, und gerade die fundamentalen Aspekte neben den Zinsdifferenzen, die es ja gibt, die dann auch das große Kapital in die eine oder andere Richtung lenken, ist es eben tatsächlich so, dass man da sehr, sehr aufpassen muss, weil eben gerade die Big Money, wie es so schön heißt, die ist nicht chartaktiv. Ja, wenn da große Orders abgespult werden müssen, sei es aus irgendwelchen Import-Export-Geschäften oder wenn dann eben große Orders reinkommen, die Kundenaufträge bedeuten, wo dann auch, sage ich mal, Milliarden bewegt werden müssen, dann ist denen das relativ egal, ob das ein Aufwärts- oder Abwärtstrend ist beim jeweiligen Währungspaar, sondern da werden die Orders platziert und dann eben abgespult. Nichtsdestotrotz haben wir natürlich mit dem Chart eine Möglichkeit, so ein bisschen die Massenpsychologie einzufangen, aber ich gebe dir vollkommen recht, gerade bei den News, wer da natürlich nur ausschließlich nach dem Chart handelt, der kann auch eine Münze werfen im Endeffekt, ne? Das ist dann
Ein Stück weit tricky. Handelst du direkt News? Du hast gerade von dem Trader vom Forex oder von dem Forex-Broker aus Malta erzählt. Du selbst bei den News jetzt mal so konkret, jetzt gerade wenn wir jetzt 39 gleich haben und du hättest jetzt eine Position laufen, Euro-Dollar oder ja, das ist ja dann noch schon das primäre Paar oder Euro-Yen. Was sagst du so, würdest du dann vor den News glatt stellen? Wie bist du da so aufgestellt oder würdest du dann den Stopper weiter wegziehen, eng ranziehen, weil wenn du eng ranziehst, ist ja die Gefahr, dass gerade bei Volatilität du dann abgeholt wirst. Oder sagst du generell kurz vorher rausgehen vor den News, um dich da nicht irgendeinem Glücksspiel auszusetzen? Ich sag mal, es kommt auf die Situation drauf an. Ich möchte mal ein Beispiel geben aus der vorletzten Woche, wo ich long im Cable war und ich hatte einen guten Gewinn. Und ich habe amateurhaft agiert, weil ich die Wirtschaftsdaten aus Großbritannien nicht auf der Uhr habe. Ja, Oh, also okay. das, was ich gerade gepredigt habe, habe ich selber schlecht umgesetzt. Flüchtigkeitsfehler, habe am Morgen die Daten nicht gecheckt aus irgendeinem Grund. Deswegen ist es, man muss wirklich professionell agieren. Der kleinste Fehler kann man dann einen schon ein. Ich hatte einen guten Gewinn und hatte wirklich kurz vor den Zahlen überlegt, ja, nehme ich den jetzt mit, weil war auch ein bisschen Widerstand. Da habe ich gedacht, naja, vielleicht kannst du mal gamblen und habe den Stopp aber nicht verändert. Das heißt, ich hatte noch meinen Original Initial Stopp. Also ich war eigentlich fast schon ein R im Plus. Die Zahlen kamen raus, buff, und ich habe kein ein R Plus gemacht, sondern ich habe ein R Verlust gemacht. Ja, und das ist natürlich dann, sag ich mal, extrem ärgerlich sowas. Ja, also deswegen ist es ganz wichtig, lernt aus euren Fehlern, lernt aus meinen Fehlern, lernt aus allen Fehlern und macht die nicht ein zweites oder ein drittes oder ein viertes Mal, sondern wirklich akzeptiert die Tatsache, dass Wirtschaftsdaten auch eine sehr große Relevanz haben beim Forex-Handel. Jetzt 9:30 Uhr, die Daten, also wenn ich jetzt eine Position hätte vor den Daten 9:30 Uhr, ihr seht hier schon, die sind jetzt nicht so relevant. Also man hat hier gelb ist niedrige Relevanz, orange ist medium und die roten sind eigentlich, sag ich mal, high impact expected. Das heißt, hier bei diesen rot markierten Wirtschaftsdaten ist mit größeren Ausschlägen zu rechnen im britischen Pfund und im kanadischen Dollar. Man hat hier drüben die Erwartungen. Das heißt, für die britischen Einzelhandelsdaten wären minus 0,3% erwartet. Vormonatswert war 1,4%. Der Markt wird im Prinzip im Vergleich zu dieser Zahl reagieren, also zum Forecast. Das heißt, wenn die Zahlen schlechter noch kommen, dann wird es erstmal runtergehen mit dem britischen Pfund. Also hier würde ich wahrscheinlich entweder den Stop direkt eng anziehen und spekulieren, dass die Zahlen in meine Richtung laufen, oder ich würde tatsächlich rausgehen. Aber wie gesagt, manche Leute gehen auch direkt vor den Zahlen direkt rein in so aller Roulette-Strategie rot oder schwarz. Entweder ich habe Glück oder nicht. Es ist auf jeden Fall eine zeitsparende Trading-Alternative, weil man im Prinzip sich nur eine Stunde mit dem Ganzen beschäftigen muss. Eine halbe Stunde vorher rein und spätestens ein paar Minuten weiß man danach, ob man was gewonnen hat, weil wie gesagt, man geht dann in die erste Reaktion, nimmt man die Gewinne mit oder realisiert den Verlust. Also es ist vielleicht sogar ein sehr wenig verbreiteter Trading-Ansatz, ja, diese Zahlen direkt zu handeln, weil man, vor allen Dingen, wenn man nicht viel Zeit hat, aber trotzdem intraday agieren möchte, nur mal so als Denkansatz für den einen oder anderen, für den das eventuell interessant sein könnte. Wie würde ich zum Beispiel diese UK-Zahlen nachher behandeln? Vielleicht können wir da mal sprechen. Aber Ich kann da die gebe ich dir Charts jetzt recht. hier mal laden. Du hast ja, Also wie gesagt, wir haben ja. du hast ja vorhin auch gesagt, der Händler von Malta, Ja. britisch Pfund, kanadisch Dollar, das sind ja schon zwei Währungen, die eigentlich extrem news-sensibel sind. Also zumeist kann man erwarten, dass gerade bei den beiden da was geht. Wie gesagt, beim Euro-Dollar, die verschiedenen Einzelhandelsumsätze oder auch selbst der GfK oder was wir auch immer für deutsche Meldungen kriegen. Der Euro ist da zurzeit eh ein bisschen zaghaft, was das angeht. Da sage ich mal, hat man gerade beim britischen Pfund oder kanadischen Dollar schon wesentlich mehr Action, gerade in den letzten Monaten immer gehabt. Genau. Also auf jeden Fall bei den kanadischen Zahlen, die werden ganz krass gehandelt. Da gibt es immer eine krasse Reaktion, gerade am Freitag. Du hattest ja, glaube ich, auch mal letztes Jahr irgendwie einen Saisonalitätsartikel zum kanadischen Dollar, dass der Freitag tendenziell immer steigt. Ja? Also ist eine spannende Konstellation auch heute Nachmittag mit den Einzelhandelsdaten. Aber jetzt haben wir gerade mal das britische Pfund hier.
da gab es natürlich am Dienstag, ich finde es immer wieder witzig, die erste Reaktion am Dienstag auf diese, auf, es gab erst Gerüchte, Theresa May würde Neuwahlen ansetzen. Was macht das britische Pfund? Das fällt mal 70 Pips und schüttelt quasi alle raus, schickt vielleicht noch ein paar Algos in die falsche Richtung. Und dann explodiert das Teil. Das war mal wieder par excellence. Aber was immer so lustig ist, es ist nicht die Bewegung einfach nach oben, sondern vorher nochmal richtig am Baum schütteln, dass die ganzen faulen Äpfel runterfallen, in die falsche Richtung geschickt und dann ging es ab. Wie gesagt, das britische Pfund finde ich sowieso völlig unterbewertet. Aber gut, darum geht es jetzt nicht. Wir gucken uns den Chart an. Heute kommen Retail Steers. Man sieht im Prinzip, nach der Rallye wird einfach nur konsolidiert. Das heißt, sollten die Zahlen 10.30 Uhr unter den Erwartungen kommen, wird es wahrscheinlich erstmal eine negative Marktreaktion geben. Vielleicht testet der Cable dann hier nochmal im Prinzip diese Levels an. Falls es sowas, falls das tatsächlich passiert, würde ich wahrscheinlich hier antizyklisch nach den Zahlen kaufen, einfach weil der Trend einfach aufwärts ist und so schnell ändert sich das Sentiment jetzt nicht, das bullische Sentiment für das Pfund, was jetzt die Woche aufgebaut wurde. Die ganzen Banken haben ihre Prognosen geändert. Die kamen alle raus am Dienstag noch. Deutsche Bank, Morgan Stanley, Goldman Sachs haben alle ihre Forecasts. Teilweise waren die bei 1,06 noch dieses Jahr, haben sie weggenommen jetzt durch diese Neuwahlen. Also spannende Geschichte in Großbritannien. Wie gesagt, falls da jetzt eine negative Reaktion nach den Retail-Sales gibt, würde ich die nur wahrscheinlich als temporär erwarten und mit einer eher wieder mit einer Aufwärtstendenz rechnen. Ja, da sind wir ja 10.30 Uhr dabei. Das können wir beim Pfund direkt mal hier beobachten, wie nah die Reaktionen dann da ausfallen werden. Aber das war schon eine spektakuläre Geschichte. Und mit den faulen Äpfeln, das war gut dargestellt, erstmal wirklich in die falsche Richtung geschickt. Das ist immer das Riskante auch an solchen Geschichten, gerade bei den News eben. Klar, News Trading ist Volatilität, da kann man definitiv kurz richtig gut partizipieren. Doch hier eben so ein Shakeout nach dem Motto, jetzt gehst du mal short mit der ersten schwachen Kerze, dann wirst du sofort abgeholt. Und wenn du dann nicht den Mut hast, direkt den Long anzuschließen, also nach dem Motto, okay, die erste Reaktion war die falsche, also gehen wir in die Gegenrichtung. Wenn man das nicht konsequent umsetzt, dann würde man hier in dem Beispiel praktisch erstmal auf die falsche Fährte geschickt und dann eben muss man innerhalb von Sekunden seine Meinung ändern und dann eben auf die andere Richtung setzen, wobei es auch sowas gibt, dann dreht er plötzlich die andere Richtung wieder um, also News sind eben auch wirklich neben dem, dass die Spreads ein Stück weit aufgehen, ein heißes Thema, aber hier beim britischen Pfund, das war schon der Knaller, also das war wirklich ein sensationeller Bewegungstag, 390 Pips waren das ja am Stück, also da hat man auch gesehen, das große Geld hat sich hier ganz klar gedreht, also die sag ich mal, Erwartungshaltung dahingehend haben sich doch schon in eine klare Richtung aufgestellt. Ich hatte das britische Pfund auch gestern im Devisenradar, oder war es vorgestern, genau, gerade vor dem Hintergrund, dass mit dieser Power Candle, wie die so schön hier heißt, hier am 18., da ist schon, sage ich mal, gerade wo wir vorhin drüber sprachen, die Big Money, die haben sich da schon positioniert. Also, wie du auch jetzt gerade die Fibos hier grob angesetzt hast, solange diese große Kerzenbewegung hier vom 18.01. nicht zu mehr als 66-60%, sagen wir mal, gute zwei Drittel nicht revidiert wird, bin ich auch der Meinung, bleibt das ganze große Geld in die Richtung nach oben ausgerichtet und dürfte jetzt bis Juni eigentlich so eine Art Long Bias spielen. Also das erwarte ich jetzt durchaus. Und das Support-Level hier, wo du gerade hast, denke ich mal, ist eine interessante Zone. Und heute 10.30, richtig, Cable, British Pfund, da. Also es gibt Tage, die sind Non-Events, wo man denkt, da geht ein bisschen was, aber man muss sagen, in der Masse der Fälle bewegt sich das britische Pfund zu News wirklich extrem stark. Und wie du auch schon gesagt hast, kanadische Dollar, genau das gleiche Beispiel, gerade freitags immer wieder starke Bewegungen und auch immer wieder genau das, wo man dann sagt, okay, hier wird sich dann positioniert. Und teilweise vorher wirklich gähnend langweilig, aber bei News hat man dann immer im Prinzip die starke Action. Und wer das zu handeln weiß, Respekt, wie du schon sagst, da gibt es Teilnehmer, auch bei uns bei JFD, beziehungsweise eben auch außerseitig, die auf den News-Handel spezialisiert sind. Wir hatten da ja den den Dirk Hilger mit seinem Stereo-Trader-Tool. Kennst du das eigentlich, Henry? Kennst du den Stereo-Trader? Hast du den schon mal gesehen? Das MetaTrader 4. Ich habe das ist ein Plugin für MT4. Ich habe mir das auf der WOT den Vortrag mal angehört. Und zumindest war ich fand das ganz interessant.
Kann es schon sicherlich für den einen oder anderen, ich nutze es jetzt persönlich nicht, muss ich sagen, Nee. aber es hat Sinn gemacht in meinen Augen, was er da Ja. vorgestellt hat, Na, ja. gerade fürs News Trading, wie gesagt, wir sind da ja auch für die, die da schon Fragen haben, wir sind da in Gesprächen, da etwas aufzubauen. Und das Tool ist wirklich ein Brett, gerade für News Trading, weil das Teil macht zum Beispiel auch Pullback-Orders. Das heißt, da werden in der ersten Bewegung keine Positionen eröffnet, sondern da wird generell der Pullback erst gehandelt und das eben dann auch schon automatisiert. Und da gibt es schon viele, viele Möglichkeiten. Und wenn es soweit ist, liebe Leute, werden wir euch da eben auch informieren, dass wir euch da hier ja noch ein paar Skills extra geben. Ja, und Giovanni, ja, natürlich. Also News ist definitiv etwas, wenn man dann ein Händchen für hat, neben der Intuition vielleicht auch den gewissen News-Vorteil, da kann man durchaus gut partizipieren an Märkten. Das ist definitiv richtig. Aber das ist eben je nach Trading-Ansatz auch eine völlig eigene Ausrichtung. Jay zum Beispiel präferiert grundsätzlich die Klatschstellung vor News, weil er eben auch sagt, neben dem, dass die anderen Wissensvorsprung haben und das große Geld sich eben auch schnell mal dreht, sind das einfach unsichere Zeiten, wo im Prinzip der vorgefertigte Chart, der vorgefertigte Bias eigentlich die komplette Ausrichtung, wie es denn gehen müsste, gedreht werden kann und das im Prinzip eine Unwahrscheinlichkeitskonstante ist, die er seinem Trading nicht ausliefern will. Und bei mir ist es auch ähnlich. Ungern hatte ich Positionen 15 Minuten vor News oder auch 15 Minuten nach News, aber das ist wie gesagt nach eigener Couleur. Da muss man wirklich auch so ein bisschen seine eigenen Settings finden und seinen Weg da gehen und das kann einem keiner abnehmen. Dem einen liegt es, dem anderen nicht. Das muss man in sein Kalkül, in sein Setup, wie gesagt, integrieren. Man kann es ja auch ein Stück weit mixen, ja. Man kann ja sowohl Trendfolge spielen als auch News Trading, aber dann muss ich auch sagen, News Trading immer mit einem Stück weit vorsichtigem Einsatz, weil es ist, wie gesagt, nicht kalkulierbar, wohin die Reise da geht. Und neben Spread-Ausdehnung natürlich immer ein heißes Thema. Du schraubst dir schon fleißig am britischen Pfund rum, Handy, hier im, was ist das eigentlich? Ist Ja, das also Wochenchart? 30 Minuten Chart Ja, jetzt hier. süß. Ich wollte, bevor ich nochmal den DAX anschauen möchte, einmal ganz kurz nochmal die Szenarien festlegen, wie ich das handeln würde. Das heißt, die Einzelhandelsdaten ist eine relativ große, gute Zahlen und der wird wahrscheinlich gleich Rückenwind nochmal kriegen und hier diese Levels hier oben anlaufen. 28, 60, 70. Wenn man auf, sag ich mal, besser als erwartete Zahlen spekulieren möchte, ich denke mal, da wird sich dann an der positiven Tendenz heute auch nicht mehr viel ändern. Das heißt, positive Einzelhandelsdaten in Großbritannien um 10:30 Uhr, wahrscheinlich britisches Pfund 1,28, 60, 70 und dann Gewinnmitnahmen etc. Wie kann man das handeln? Eigentlich nur im Vorfeld, indem man darauf spekuliert, dass die Zahlen gut kommen, dass sich der Trend fortsetzt. Wenn die Zahlen schlechter ausfallen, erwarte ich eine negative Reaktion kurzfristig, die ich aber tendenziell kaufen würde, ja? Wenn ich die Zahlen jetzt handeln würde. Wie gesagt, es ist nicht meine Lieblingstrading-Strategie, aber es ist durchaus, da ist, wie gesagt, für den Intraday-Trader interessant ist aufgrund der kurzfristigen Volatilität, ja. Man braucht hier mal ein bisschen Bewegung, um was zu verdienen. Also das wären, wie gesagt, die zwei Szenarien. Ich habe das jetzt hier schon mal in Guidance abgespeichert. Sie können das einfach hier per Drag and Drop hier runterziehen in den Chart-Zwischenspeicher. Da können wir den Chart dann wieder rausholen. Ich habe jetzt schon mal den DAX hier aufgebaut, dass wir jetzt hier nochmal kurz anschauen, was da los ist. Wir haben im Prinzip hier den Aufwärtstrend, aber so seit Anfang April geht da nicht mehr viel, ja. Ein paar hundert Punkte korrigiert, aber der Aufwärtstrend nach dem Supertrend im Tageschart ist schon noch intakt, ja. Das heißt, ist es nur ein Rücksetzer oder eine neue Abwärtswelle? Wir wissen es nicht. Wir müssen die kleineren Zeitebenen anschauen. Wir haben hier den 4-Stunden-Chart. Da sind wir einfach klar noch im Abwärtstrend. Und was man jetzt sagen muss, der DAX ist schon relativ schwach. Ich gehe jetzt hier mal auf den Stundenchart runter. Wie ist das für die User, wenn die zwischendurch Fragen haben? Können die denn Fragen stellen hier im Chat auch? Oder? Ja, sie lauschen deinen Gesängen, in Anführungszeichen, genau. Ottmar, mit Okay. dem, also das ist alles gut. Bis jetzt kamen wirklich kaum Fragen, also sie lauschen deinen Ausführungen. Da wollte ich gerade fragen, in dem Zusammenhang wegen Frage auch, handelst du den DAX selber? Ab und zu bei guten Patterns, aber sehr ungern. Ich habe früher, sag ich mal, vor 5, 6 Jahren relativ viel DAX, Bund Future, Eurostoxx Future gehandelt.
Währung habe ich damals eigentlich nur in britische Pfund-Future und in Euro-Future gehandelt, aber mittlerweile bin ich mehr auf Währung fokussiert. In DAX, wenn dann mal am Vormittag, am Nachmittag mit den Amis, ist mir das einfach zu unberechenbar, weil da weiß man nie, was passiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Man hat, da kann das ganze Bild sich schon wieder umdrehen, ja. Na, wie wir es gestern von daher, wenn dann mal am Vormittag, ne? Aber jetzt, ja, wie gesagt, deswegen, ich schreibe ja auch bei den Forex-Levels, die ich da immer morgen mache, sind eigentlich nur gültig bis 14, 15 Uhr, weil danach kommen die Amerikaner und die können was ganz anderes vorhaben, als was ich in der Früh gesehen habe. Ja. Also schwierig. Aber wir sehen jetzt gerade den DAX im 5-Minuten-Chart, wer den handelt. Wir haben klar eine bullische Aufwärtsreaktion gehabt, nachdem er dieses Level hier angetestet hat. Das heißt, das sieht jetzt dann doch aus, dass die Europäer die amerikanische Rallye noch ein bisschen nachvollziehen möchten. Und ich denke, im Verlauf des Vormittags können wir locker nochmal 20, 30 Punkte steigen. Das ist ja eigentlich eher nicht so viel im Vergleich zu den Bewegungsschwankungen der letzten Wochen. Aber ich denke, das ist das Szenario erstmal für den Vormittag im DAX. Hier wird sich dann entscheiden, was die Bullen wirklich drauf haben. Und ob wir tatsächlich nochmal Richtung 12.150 steigen. Die Amis sind ja, wenn man sich den S&P anschaut, eigentlich in der Nähe der Allzeithochs, ja. Naja, gestern Abend der Nasdaq nur noch wenige Punkte vom Allzeithoch schon wieder entfernt. Aber gut, so ist das. Forex soll heute im Mittelpunkt stehen. Wie gesagt, es ist Freitag, tendenziell eher ein schwieriger Tag zum Handeln. Oft kommen überraschende Bewegungen, ich weiß nicht, wie du das siehst, zum Wochenausklang kommen oftmals komische Bewegungen, wo vom Wochenende noch was glattgestellt wird oder irgendwas gehatcht wird. Und die Lieblingstage für mich zum Handeln sind eigentlich Dienstag, Mittwoch und Donnerstag. Ne? Auch meine Statistiken sagen mir klar, dass das sind eigentlich die Tage, wo ich gute Chancen habe, Geld zu verdienen. Und gegen Montag und Freitag sollte ich doch eher ein bisschen den Ball flach halten. Das ist zumindest, was die Statistik mir sagt. Hast du, 9:30 Uhr, jetzt kommt gleich. Ja? Passt. Also Vorfort 9:30 Uhr, die Daten sind gerade raus. Es piepte gerade schon in meinem Ohr. Bewegungstechnisch tut sich beim Euro jetzt gerade noch ein bisschen wenig, der sich ja auch aktuell, muss man sagen, bis wie gesagt, 28 Pips erst bewegt hat. Das ist übersichtlich. Aber das ist das, was ich eingangs heute gesagt hatte. Der Euro ist für mich eigentlich heute fast unhandelbar, weil die ganzen großen Jungs, die sind alle nur auf die Frankreich-Wahlen fixiert. Die Levels, German Flash PMI war leicht unter den Erwartungen. Der Service ist Teil. Aber wie gesagt, schauen wir mal die Reaktion im Euro an. Ich vermute, da wird nicht viel passiert sein. Der klettert sich so nochmal Richtung den Widerstand. Wie gesagt, wer einen Trade etwas längerfristig angehauchten Trade, der kann im Prinzip sich mal schauen, was er hier diesen Widerstand hat in Form dieses Zwischentiefs von gestern Nachmittag. Ich denke mal, da könnte es erstmal einiges an Verkaufsinteresse geben. Wie gesagt, eine Strategie wäre auch eine Strategie, die ich sehr gerne handle. In Setup, ich sehe hier eine dynamische neue Bewegung. Das ist für mich Dynamik, genauso wie das ist, ja. Und versuche mich, das heißt, ich sehe diese Bewegung als potenzielle neue Trendbewegung und würde gucken, dass ich halt irgendwo in einer Art Pullback hier einen guten Einstieg kriege. Man kann für die Pullback kann man unter anderem die FIBO-Levels nehmen, die wir vorhin gerade hatten, und sich daran orientieren. Das heißt, wir haben hier das 38er bei 33, das 50er, das korrespondiert genau mit diesem Horizontalwiderstand. Das heißt, hier könnte man dann schauen, ob man, sag ich mal, sich kurzfristig antizyklisch, weil natürlich der kurzfristige Trend ist hier auf, sich kurzfristig antizyklisch positioniert und spekuliert, dass er im Prinzip die kurzfristige Trendrichtung, die für mich jetzt hier abwärts ist, ja, wieder aufnimmt. Und dann hat man natürlich, sage ich mal, ein vernünftiges Chance-Risiko-Verhältnis, weil man würde natürlich irgendwo den Stop hier platzieren und nicht erst wieder hier hochlaufen lassen. Das heißt, wenn jetzt hier an diesen Widerständen keine Abwärtsdynamik, keine Trendbestrebung gen Süden hat, dann kann es natürlich sein, dass man falsch liegt und muss man die Reißleine ziehen. Ja. Aber wie gesagt, diese Pullback-Strategie
Das ist für mich eine sehr, sehr attraktive Strategie. Das sind auch für diese Forex-Levels am Morgen, die ich poste. Die Idee dahinter, hinter diesen Forex-Levels ist, ich identifiziere den kurzfristigen Intraday-Trend und schaue, wo an welchen Levels sich im Laufe der nächsten 5, 6, 7 Stunden, wie gesagt bis 15 Uhr, da ein potenzieller Einstieg ergeben würde. Das heißt, Forex-Levels für mich heute Morgen im Euro wären gewesen Short, weil wie gesagt, der Trend ist für mich klar Short. Und ich würde die Levels wahrscheinlich hier, heute früh war mal hier irgendwo, ich hätte wahrscheinlich hier mich dazu verleiten lassen, mal hier irgendwie diesen Bereich wahrscheinlich hier 40 bis 50, bis zum 61er Retracement. Das heißt hier im Prinzip, das wäre meine präferierte Verkaufszone für heute gewesen, wo ich dann wie gesagt den Stop 20 bis 30 Pips drüber machen würde und spekulieren würde, sage ich mal, dass man vielleicht einen Move von 50 Pips gen Süden wiederbringt im Verlauf des Tages. Zwei Fragen, Henry. Das ist im Prinzip die Idee dahinter. Ja? Die Forex-Level, machst du das jeden Tag oder dann wirklich nur an den präferierten Tagen, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag sozusagen? Ich auf dem Guidance-Desktop schreibe ich die jeden Tag. Mhm. Ich schreibe aber dann teilweise auch dazu, am Montag sind die Levels mit Vorsicht zu genießen, weil wie gesagt, am Montag habe ich oft die Feststellung machen müssen, dass meine Levels, die ich mir rausgesucht hatte, einfach überrannt wurden, weil es entwickeln sich manchmal oft auch neue Trends am Montag einfach, wo die technischen Levels erstmal keine Rolle spielen. Also wie gesagt, Montag für mich aus meiner Erfahrung kein besonders guter Tag zum Traden. Mhm. Pass auf, wie gesagt, bevor wir zur zweiten Frage kommen, mit den Tagen, das ist eigentlich auch exakt richtig, wie du sagst, dabei auch das, was man so aus dem Bankertum hört, die Positionierung, die Ausrichtung findet sozusagen am Montag statt, der grobe Ausblick sozusagen auch für die Woche und die Wende in die Banken, neben dem, dass sie ja im Interbankenhandel eben ultra kurzfristig schon fast hochfrequenziell handeln, wenn die da wirklich Position eingehen, dann ist das meistens dann auf Dienstag bezogen, wo dann praktisch Mittwoch, Donnerstag gespielt wird und Freitag werden häufig die Bücher auch geschlossen, weil eben genau die, gerade jetzt auch vor dem Wochenende, Le Pen, Frankreich etc., da will kaum ein großer Devisenhändler da Position am Markt haben, sei denn er ist dann wirklich sozusagen auf den News-Trade aus, aber das kann eben auch mal ganz schnell in die falsche Richtung gehen und dann ist er seinen Trading-Slot los. Also grundsätzlich Montag und Freitag tatsächlich im Forex-Markt Tage mit Vorsicht, das bestätigt sich auch bei mir im Grunde genommen, weil auch die Volatilität, die zurzeit ja eh erbärmlich ist, gerade beim Euro oder auch DAX hat ja jetzt hier mit um die 120, 30 Punkte am Tag, es ist auch wirklich zurzeit wieder sehr, sehr schwach, was das angeht. So haben wir aber dennoch unter der Woche wesentlich mehr Volatilität, hängt auch natürlich mit den News zusammen, die dann auch noch mehr reinströmen, aber Dienstag, Mittwoch, Donnerstag sind schon präferierte Tage. Aber noch eine Frage, Henry, handelt Henry nur News? Gar nicht H1, H4 Daily, doch. Also Henry ist bei News eher vorsichtig, hat er ja vorhin gesagt, Helmut. Selbst News handeln war jetzt nicht deine Intention, richtig, Henry? Das ist richtig. Es ist nur eine Strategie, die ich in meiner Karriere kennengelernt habe und die auch für den einen oder anderen funktioniert hat. Nur, wie gesagt, da muss jeder seine Nische finden quasi. Ich sage immer, das macht jetzt keinen Sinn in meinen Augen, wenn irgendjemand mich oder irgendjemand den Chris oder irgendjemand andere Trader nachhandelt, sondern jeder Händler muss im Prinzip seine eigene Nische finden. Da gehört ein bisschen Arbeit, ein bisschen Testen, ein bisschen Frustration auch dazu, ein bisschen Ausprobieren. Das hängt von Parametern ab, wie lange kann ich vor den Bildschirm sitzen, zu welchen Zeiten kann ich vor den Bildschirm sitzen, bin ich jetzt berufstätig und kann nur nach der Arbeit mal 2 Stunden mit dem Markt beschäftigen, dann kommt halt nur, sag ich mal, als Zeitrahmen der Tageschart oder maximal noch der 4-Stunden-Chart in Frage, an dem man sich orientieren kann. Aber halt nicht der Stundenchart. Wie gesagt, dann kommt es darauf an, wie wohl fühlen Sie sich mit Übernachtpositionen. Über Nacht in Asien kann viel passieren. Ich hatte mal zwar 2007 noch, da war ich noch in der Schweiz, da hatte ich mal eine Position im Dollar gegen kanadischen
Dollar über Nacht gehalten. Damals gab es noch nicht so viel mit iPhones und Smartphones, und gehe aus dem Büro raus. Das war ziemlich genau am Tief, ja. Und ich hatte eine relativ kurze Position und früh nichts passiert. Ist auf dem gleichen Level wie wo ich das Büro am Abend verlassen hatte. Nur mein Konto war leer. Ich erst mal gestutzt, was denn da los? Gab es halt in der Nacht eine 300-Pip-Bewegung, die meinen Stop ausgelöst hat mit riesen Slippage, und bin böse böse erwischt worden. Und ja, das sind halt Risiken, wo man sich denkt, was ist denn jetzt genau in Asien zwischen Kanada und USA passiert? Nichts. Nur die Asiaten haben da in einer Low Liquidity Session einfach mal am Dollar Cut rumgespielt und da noch ein paar Stops geholt und an der Main. Und wie gesagt, war dann wieder auf dem gleichen Level am Morgen. Also das war eine Lektion für mich, die hat sich so ein bisschen eingeprägt mit Übernachtpositionen. Dann hatte ich mal vor 2013, hatte ich mal die glorreiche Idee, eine Dollar-Yen- und Euro-Dollar-Position übers Wochenende zu halten, die gut für mich gelaufen sind. Dachte ich, das letzte Mal machst du mal einen Swing-Trade. Was kam natürlich? Zypern. Euro öffnet mit 160 Pips, damals tiefer. Dollar-Yen auch mit Riesen-Gap, und ich stand erstmal da. Ich wusste zwar, dass das Gap wieder geschlossen wird, dass es eine Überreaktion ist, aber man steht erstmal mit einem Verlust da, ja. Das heißt, deswegen, das muss jeder selber finden, auch wenn er mit dem Risiko leben möchte. Ich habe mich seitdem, den ganzen Erfahrungen, die ich gemacht habe, wirklich in den letzten 3, 4 Jahren einfach nur gesagt, ich mache eigentlich lieber Intraday, ja, und kann am Abend beruhigt einschlafen, muss am Abend nicht dauernd meine Position checken und Ärger mit meiner Frau bekommen, sondern einfach Intraday. Und hier ist mein Fokus eigentlich auf den Vormittag, auch bis, sag ich mal, die Amis mitmischen. Also nach 15, 16 Uhr gehe ich eigentlich sehr, sehr selten noch neue Trades ein. Ich versuche halt bis dahin irgendwie mein Heu im Stall zu haben, und wenn es nicht gelungen ist bis dahin, dann werde ich aus Erfahrung am Abend auch nicht mehr schaffen, ja. Also da muss aber jeder seine Nische selbst finden. Wie gesagt, es hängt von der Zeit ab, die man verwenden möchte, von der Risikoneigung. Auch ist es ein technischer Ansatz, den man fährt, oder ist es ein Makroansatz? Also wie gesagt, da muss jeder ein bisschen gucken, was für ihn funktioniert, auch in puncto Indikatoren, die man nutzt. Also ich nutze eigentlich relativ wenig Indikatoren. Ich nutze gerne Supertrend, EMA 50 und EMA 200, und einfach nur für die Vola zu bestimmen, die Average True Range in der Standardeinstellung. Ab und zu noch Bollinger Bänder, aber wie gesagt, sonst bin ich eher sparsam, was Indikatoren anbelangt. Es gibt ja Leute, die clustern ihre Charts da mit irgendwelchen Wolken zu, sodass man am Ende kaum noch die eigentliche Price-Action sieht, wo ich immer nur mit dem Kopf schüttle. Ich sage, Jungs, es geht um den Preis und nicht um irgendwelche sekundären Indikatoren wie technische Indikatoren. Das sind die nur abgeleitet vom eigentlichen Preis. Ja. Wichtig sind für mich beim Handel, wie gesagt, Chartmarken. Was meine ich mit Chartmarken? Wie gesagt, nicht irgendeine Wolke. Also ich nutze keine Ichimoku-Charts. Einige machen das, aber ich nicht. Ich schaue mir die horizontalen Widerstände an, wie zum Beispiel hier dieses. Also wie gesagt, wir hatten ja heute früh gesagt, wir erwarten irgendwie eine Erholung, die aber spätestens in diesem Bereich erstmal wieder auf Verkaufsinteresse stößt, ja. Wenn man sich diese Strategie vorher zurechtlegt, das heißt knapp unterhalb dieses Widerstands versucht, short zu gehen, antizyklisch erstmal Intraday, weil natürlich der 5-Minuten-Trend ist klar aufwärts gerichtet. Aber wenn man jetzt so eine antizyklische Strategie verwendet, hat man, was man hat, ist ein guter Entry-Level erstmal, an dem man das Risiko definieren kann irgendwo. Seht ihr, ist hier rangelaufen und es sind sofort Jungs reingekommen oder Mädels. Ich sage jetzt mal Jungs, weil die Mehrheit sind halt der Händler, sind Jungs. Das soll aber jetzt nicht diskriminierend wirken, falls irgendwelche Frauen zuhören. Irgendwelche Jungs, die haben sich hier erstmal wieder gegen den Markt gestellt, der kurzfristig natürlich long war. Das heißt, die Scalper beim einen 5-Minuten-Chart werden sich vielleicht wundern, warum er jetzt hier dreht, ne? Weil er hier horizontal wird. Stand hat. Das ist für mich entscheidend. Und da gehe ich dann auch gerne mal antizyklisch short irgendwie. Wie gesagt, ich weiß, wo ich raus muss, wenn ich falsch liege, aber ich habe ein gutes Entry-Level und kann was versuchen zu holen. Ja. Da wäre eine Frage an dich, die von mir, Chris, du nutzt ja diesen Rainbow-Trading-Ansatz, richtig? Das ist korrekt, ja. Wie nehmt ihr da den Einstieg? Also ich sehe immer diese ganzen
Fächer, ja, von diesen gleitenden Durchschnitten, dieser Rainbow-Fächer. Aber steigst du dann einfach in Trendrichtung rein, egal was kommt, gehst an neuen Bewegungstiefs short oder wartet ihr auch auf Pullbacks oder wie macht ihr das da mit dieser Strategie? Das ist mir noch nicht ganz so ersichtlich geworden. Ja, also es ist ja auch wieder angedacht, beim Godmode Trader sozusagen ein Seminar in Kooperation zu starten, was wir ja eigentlich fast jedes Jahr gemacht haben, wo es ja im Übrigen auch bei mir im Chat die jetzt ein bisschen ruhiger gewordene Martha gab, die das sehr, sehr gut adaptiert hat. Die hat vor 3 Jahren etwa das Seminar mitgemacht und hat dann sozusagen mit dem Rainbow, ja, ihr Trading tatsächlich, sie war schon kurz vorm Aufgeben und hat dann damit, so kurios es ist, tatsächlich eine Methode gefunden, mit der sie leben kann. Für viele ist das, wie du vorhin schon sagst, mit dem Ichimoku teilweise ein überladener Chart, aber das kann man, wie gesagt, ja auch ein- und ausblenden. Im Grunde genommen mit dem Rainbow selbst, den ich sowohl ja auf dem MetaTrader 4 nutze, als auch jetzt hier im Guidance, ist er ja genauso adaptierbar, sozusagen einstellbar als zusätzliches Gimmick. Ist es jetzt so, dass man da tatsächlich mit dem Rainbow eben auf Trendbewegungen aufspringt und als Signalgenerierung verwende ich selbst oder habe es eine Zeit lang gemacht, die Heike Nashi-Kerzen. Das heißt also, ich habe eine Trend-Momentum-Indikation in Form des Rainbows, in Form der gleitenden Durchschnitte, als das Gradmesser der Bewegung sozusagen zur Identifizierung genutzt, um dann in diese Bewegung rein praktisch mit gewissen Signalkerzen sozusagen zu agieren. Genau, und das ist letztlich etwas, wo ich dann ins Kalkül gegangen bin, den Trade dann sozusagen zu starten, rein von dem Signal ausgehend. Natürlich ideal, und das ist das, wenn jemand dann auch meinen Desktop kennt oder auch den ein oder anderen Trade, den ich dann auch poste, wird dann sehen, dass ich auch sehr viel Wert auf Vortageshoch, Vorwochenhoch lege, / Asia Range. Das heißt, wenn es irgendeinen Bewegungsimpuls gibt, der sozusagen mit so einer Signalkerze untermauert wird, dann ist das für mich natürlich sehr, sehr relevant. Aber übrigens ist es auch so, dass ich den Rainbow selber mit einem Kombinationsskill von 2, 3 anderen, sage ich mal, man muss es ja praktisch machen, wenn man ein System automatisieren will, braucht man ja gewisse Signalparameter. Und insofern habe ich da auch einen Weg gefunden, den Rainbow mehr oder weniger zu automatisieren, um sozusagen Trendbewegungen zu lokalisieren, um es mal so auszudrücken. Und das heißt, da läuft auch im Hintergrund ein Algo, der mir sozusagen Signale anbietet. Also das heißt, ich muss auch nicht immer scannen, sondern das macht er schon von alleine, was ein Riesenvorteil ist. Allerdings ist es dann eben so, dass man diskretionär, also manuell mit dem eigenen Blick auf den Chart dann schon noch auch abwägt, ob das jetzt Sinn macht. Zum Beispiel, wie du auch vorhin gesagt hast, wenn jetzt 17 Uhr eine Signalkerze kommt am späten Nachmittag, US-Handel ist schon in der Freude, die sind schon dann praktisch kurz vorm Abendbrot. Ob es dann noch Sinn macht, wenn die Range erschöpft ist, dann einen Trade zu eröffnen, ist eben die große Frage. Also sehr, sehr interessant sind dann solche Geschichten, wenn es jetzt zum European Handelsverlauf jetzt so zwischen 9, 10, 11 Uhr Signale gibt. Die nehme ich dann schon recht gern, wobei auch am Nachmittag sowas kommen kann. Und wie gesagt, das ist eine Kombination aus dessen, dass man den Trendverlauf mit den Rainbows, mit den Fächerungen, mit der Auffächerung der gleitenden Durchschnitte sozusagen versucht zu erwischen und dann gehe ich dann praktisch prozyklisch mit so einer Signalkerze in die Trendrichtung. Und da ist es tatsächlich so, dass ich da Signale habe, also Signalkerzen. Das waren früher die Heike Nashi-Kerzen, die es ja auch hier im Guidance einzustellen gibt. Und eine kleine Modifikation sind dann die MACD-Kerzen, also Moving Average Convergence Divergence. Da kennt ihr vielleicht den MACD-Indikator. Und der ist praktisch in die Kerzen gelegt. Also das ist der ganze Witz an der Geschichte, deswegen heißen die so. Und da haben dann auch unterschiedliche Farbgebungen, was dann sozusagen eine Art Trigger ist. Ja, ist jetzt vielleicht ein bisschen kompliziert und lang ausführend gewesen, aber dazu, liebe Leute, kann ich euch auf jeden Fall sagen, haben wir, wie gesagt, auch so ein Rainbow-Seminar wieder angedacht, wo wir dann das Ganze vertiefen werden. Ich denke, das wird in den nächsten Monaten gelauncht. Theoretisch machen wir es gerne im Frühjahr, aber wahrscheinlich dieses Mal im Herbst werden wir sehen, dass wir da noch was an den Start bringen. Und zu dieser Geschichte, neben dem Rainbow, ist es auch so, dass ich gerne auf die Währungsstärke achte. Ja, das ist etwas, wo ich früher schon eine Art Sammelindikationstool genutzt habe und dann aber durch auch Jay im letzten Jahr, vorletzten Jahr, sozusagen ein interessantes Momentum-Tool entdeckt habe, ja, wo praktisch die großen 8 Währungen der Welt in ihrer Momentum-Bewegung auch erfasst werden und man sieht in den einzelnen Timeframes sozusagen die Währungsstärke
und dann kann man eben die starke gegen die schwache Währung spielen und das passt auch häufig mit dem Rainbow zusammen und da fühle ich mich recht wohl, wenn ich sehe, dass das große Geld in dieselbe Richtung geht und im Prinzip ist alles eins, wenn eine Währung stark ist und eine andere schwach, dann sieht man das A im Preisverlauf als allererstes und dann folgen natürlich irgendwelche Indikatoren, Rainbow-Muster und auch natürlich Währungsströme in die gleiche Richtung. Also das ist, wie gesagt, ein allumfassendes Konzept, was man sozusagen anwendet und auch versucht, da mehr oder weniger seine Skills da zu fokussieren, um dann eben sich seinen Vorteil rauszuschneiden. Aber mit dem Trend zu gehen, ist ja per se noch nie verkehrt gewesen, auch im Forex-Handel nicht. Und insofern macht es natürlich auch Sinn, da auf diese Linie zu springen. Wie gesagt, News Trading ist für mich selbst nicht das Thema. Da bin ich auch, wenn jetzt zum Beispiel eine Signalkerze 15 Minuten vor oder 30 Minuten vor den bestimmten News kommt, da bin ich schon sehr vorsichtig, obgleich ich auch einen Händler hatte, der hat genau das gleiche Setup gehandelt, ein ähnliches, der sagt eben, News sind für mich völlig in Ordnung, weil entweder hauen sie mich eben raus oder bestätigen praktisch eh den vorher erfolgten Signalimpuls und bescheren mir relativ schnell Gewinne. Also da gibt es auch unterschiedliche Meinungen. Ich bin, wie gesagt, da eher konservativ bei News, weil ich dann gern trendfolgend, sage ich mal, schon vorher positioniert bin. Und wenn dann die Bewegung an Fahrt gewonnen hat, dann ist das meistens dann auch schon, wenn es eine größere Bewegung ist, dann auch schon vor den News oder nach den News angelaufen, sodass man sich dann sozusagen wellenartig auch auf einer größeren oder längeren Zeitebene in dem Trade bewegen kann. Das ist immer die Frage, in welchem Timeframe man natürlich auch agiert. 5 Minuten habe ich früher auch gern mal gemacht, bin ich jetzt völlig weg von, weil es auch sehr, sehr anstrengend ist. Also neben dem, dass man mehrere Währungen covern sollte, muss, ist es natürlich auch sehr zeitintensiv und man darf im Prinzip, weil ja alle 5 Minuten ein neuer Impuls kommt, auch relativ engmaschig am Bildschirm kleben. Man muss das relativ engmaschig machen und das ist zeitlich praktisch bei mir auch gar nicht mehr drin. Insofern bin ich da eher auf den höheren Timeframes ausgewichen. Aber das, wie gesagt, muss man auch individuell für sich bestimmen. Was hat man überhaupt für Möglichkeiten am Markt zu handeln? Das hat Henry vorhin ja auch gesagt. Man muss erst mal sehen, dass man seine Settings findet, seine Vorgehensweise und natürlich das, was im Rahmen seiner Möglichkeiten auch denkbar ist. Ja, wenn man nur eine Stunde Zeit hat, am Tag zu handeln, macht News Trading vielleicht Sinn, dann sollte man dann aber auch mit einem richtigen Konzept rangehen und mit einer richtigen Vorgehensweise. Und da spreche ich eben insbesondere auch eben Stop-Kurse an, die man eben zur Sicherheit immer setzen sollte, weil gerade bei News, wenn es dann mal gegen einläuft, kann es eben auch richtig brutal werden. Und auf Swing Trades bezogen, wir hatten auch eine Frage dazu, kurze Ergänzung, der Punkt der, dass man, wenn man Swing Trades eben hält, auch gerade bei Yen zum Beispiel, also bei Yen-Paaren, Währungen, die in Yen gehandelt werden, durchaus auch auf 4-Stunden-Basis, Tagesbasis, auch teilweise solche Trades über Wochen halten kann, weil das eben sehr starke Trendphasen essentiell bei solchen Währungspaaren zu finden sind und da lohnt durchaus mal ein schöner Einstieg auch auf größeren Zeitebenen, um das dann mal über Tage und Wochen zu halten, findet aber so im Forex-Markt im professionellen Handel eher selten statt, dass so langfristige Positionen jetzt im großen Stil gehandelt werden. Also klar werden auch Positionen längerfristig gehalten, aber das meiste findet eben doch im Intraday-Bereich statt. Das ist im Prinzip die Kernessenz. Was haben wir noch für eine Frage vom Hans-Joachim? Er fragt, Henry, wie gesagt, dein Desktop ist noch zu sehen, spiel ruhig noch ein bisschen rum, analysieren mal fein, was wir da vielleicht noch an Forex-Levels haben. Jetzt können gerade die Daten nicht eingeladen werden, das ist weniger schön, aber schauen wir mal, was noch kommt. Ich beantworte mal 2, 3 Fragen hier vom Hans-Joachim an dieser Stelle, genau. Er fragt nämlich Währungspaar, wie ist es besser, ich wiederhole das mal für die Teilnehmer, und zwar, wie ist es denn besser zu traden? Wenn man das Währungspaar als Anfänger traden möchte, als CFD oder besser am Markt direkt? Ja, Hans-Joram, diese Frage ist im Prinzip, also erstmal als Anfänger gebe ich dir den Tipp, probe etwas im Demo. Ja, also im Demo-Account rumzuspielen ist schon mal nicht verkehrt, wenngleich ich auch der Meinung bin, wenn man sein Setup gefunden hat, ja, dann ist es auf jeden Fall auch essentiell wichtig, da natürlich mit kleiner Size auch mal real zu agieren. Da rede ich jetzt nicht von einem 15.000, 20.000 Euro Konto, sondern das kann man eben auch mit einem kleinen Konto machen und mit Mikrolots, ja, also mit den kleinsten, sag ich mal, Ticketgrößen am Forex-Markt. Ja, das ist dann ein Tausender pro Einheit, also 0,01. Das ist wirklich eine ganz kleine Size. Da bewegt sich auch nur im Cent-Bereich etwas. Also das ist noch nicht mal hyperspekulativ. Aber den Tipp gebe ich dann, dass man dann tatsächlich sozusagen vom Demo-Account, wenn man seine Setups, seine Vorgehensweisen gefunden hat, dann tatsächlich auch mit einem kleinen Konto probt
um eben dann auch hier so ein bisschen Live-Erfahrung zu sammeln, weil es ist doch schon ein Unterschied und auch wenn es nur Cent sind oder kleine Euro-Beträge, live ist was anderes als Demo, rein von der emotionalen Geschichte her. Und ich gebe dir den Tipp, JFD ist nicht ohne Grundveranstalter dieses Events und auch Henry kennt uns gut. Wenn du handeln willst, dann natürlich im Idealfall mit den echten Preisen. Und das sind, wie gesagt, die Interbankpreise, die wir bei uns aus einem Pool von über 20 Liquiditätsanbietern bekommen. Ein CFD ist als solches ein Derivat auf ein Währungspaar und insofern kann es A, Preisabweichungen geben, B, kann es auch da natürlich die Tatsache geben, dass man gegen den entsprechenden Broker handelt, sozusagen der eigene Verlust ist der Gewinn des Brokers, was natürlich ein Interessenskonflikt per se ist, muss man sich darüber einig werden oder klar sein und dann sind auch die Spreads bei solchen CFDs auf Währungen sicherlich ein deutliches Maß höher, als das bei uns der Fall ist. Also Spread ist praktisch die Spanne zwischen An- und Verkaufspreis. Und da lohnt, wie gesagt, auch bei uns mal der Blick, Hans-Joachim, und da gebe ich dir einfach mal den Tipp, öffne bei uns ein Demokonto oder geh dann auch mit einem kleinen Live-Account scharf und da kannst du mit den kleinsten Ticketgrößen eben auch risikofrei agieren und Erfahrung sammeln. Ja? Und das aber eben Stück bei Stück. Wichtig ist eben auch hier, dass du dir dann ein gute Grundlage schaffst und da eben auch nicht zu sehr sparst in der eigenen Ausbildung, sei es Bücher, sei es Webinare, sei es auch Seminare. Ich meine, der Markt ist groß, es gibt auch viel, was man nicht gesehen haben muss, aber grundsätzlich ist es wichtig, da erstmal auf seine Setups zu gehen, auf seine Skills, auf seine eigentliche Intention, um dann auch zu wissen, wie man am Markt agiert, um dann letztlich auch mit der Psychologie noch umzugehen, weil man muss ja wissen, man hat jeden Tag Tausende von professionellen Händlern gegen sich, die das über Jahre gemacht haben, über Jahrzehnte machen und die lassen sich das Geld nicht so leicht aus der Tasche nehmen und da muss man schon A, vorbereitet sein und B, auch wissen, was man tut. Und natürlich auch hier mit klaren Parametern der Vorgehensweise arbeiten. Also viele verstehen halt Trading als kleinen Dschungelkick, ja, als Abenteuer, das mag auch so sein, aber wer es professionell betreiben will, der muss natürlich auch hier den Ansatz haben, da Zeit zu investieren in sich selbst, in sein Setup und das braucht auch seine Zeit. Ja? Also man wird hier nicht innerhalb von einem Monat hier der Profi-Trader werden, was eben vielerorts auch als Trugschluss verkauft wird, das ist ein Prozess der Zeit. Vielleicht kann Henry auch was dazu sagen in dem Kontext, du bist hier schon fleißig beim Euro-Yen analysieren. Ich habe jetzt so ein bisschen das Wort an mich gerissen, werde es gleich zurückgeben, aber so von den Trading-Skills, vom Erwartungsprozess her, Henry, ich meine, es dauert ja seine Zeit. Hast du dir das autodidaktisch beigebracht oder hast du eine Art Mentor oder Trainer oder Coach? Wie war das bei dir eigentlich? Erzähl doch mal. Also ich wünschte, ich hätte einen Mentor oder einen Coach gehabt. Ich habe relativ viel in meinen ersten Jahren in Berlin bei einer Vermögensverwaltung gelernt. Während ich noch beim Studium war, war dann immer von 8 bis 12, 13 Uhr war ich in der Vermögensverwaltung, habe früh mit den Bundführern DAX-Handel gemacht und wieder und Philipp bei Michael Vogt. Uni. Aber so richtig. Ja, okay. Wie so eine richtige Mentorship, sag ich mal, dass mich jemand in die Hand genommen hat und gesagt, das machst du falsch, das hatte ich leider nicht, aber das ist auch, glaube ich, schwierig zu bekommen. Man muss wahrscheinlich in einem Handelsraum arbeiten, um dann, sag ich mal, von den älteren Tradern angelernt zu werden. Als Privater hat man das nicht, es sei denn, man bucht teure Coachings, was ich aber auch jetzt, ich persönlich würde das nicht empfehlen, weil man kann sich heute autodidaktisch sehr, sehr viel beibringen. Es ist, wie gesagt, da muss jeder das für sich herausfinden, was funktioniert. Wie kann man das machen? Was hat man heute für Möglichkeiten? Ja? Also wichtig ist sicherlich, dass man zu Plattformen wie Guidance, man kann sich austauschen mit anderen Usern in den Streams. Wie gesagt, bei mir zum Beispiel gibt es eine kleine Community, die tauscht sich da regelmäßig über Trades aus, über Ansätze. Und ansonsten gibt es viele Bücher. Mein Tipp ist, wer jetzt selber Trader werden möchte, ist eigentlich Learning by Doing, wie du auch schon gesagt hast, mit Demo-Accounts. Viel versuchen auszuprobieren, herauszufinden, was funktioniert für mich, was funktioniert nicht, was sinnvoll ist, wenn man sich als Trader den Trading-Tag so ein bisschen strukturiert, festlegt, welche Underlyings möchte ich handeln. Wie gesagt, versuchen Sie nicht auf allen Hochzeiten mitzutanzen, Aktien, Forex, DAX, Dollar, weiß der Teufel alle. Also versuchen Sie sich auf, sag ich mal, 5, 6, 7, 8 Paare oder Indizes zu
spezialisieren, ansonsten reicht auch der Fokus meistens nicht. Ja? Also strukturieren Sie das ein bisschen, dann ist mein Tipp für Sie, führen Sie Buch über Ihre Trades, schreiben Sie sich Ihre Trades auf, Entry, Exit, kurz den Gedanken, den Sie dabei hatten, warum Sie das eingegangen sind. Und dann werden Sie früher oder später so ein Gefühl bekommen, was funktioniert jetzt, was ich mache oder wo verliere ich dauernd Geld. Und wenn Sie, sage ich mal, sich das ein bisschen notieren, eine Art Trading-Tagebuch führen, dann werden Sie auch nach ein paar Wochen einen gewissen Verbesserungsprozess vorstellen. Ihre Ergebnisse werden automatisch besser werden, das kann ich Ihnen mal versprechen. Was natürlich bedeutet Arbeit, ja. Sie müssen an sich selbst arbeiten. Es gibt auch Bücher zu dem Thema von Brad Steinberger, das ist auch ins Deutsch übersetzt worden, dass man sein eigener Trading Coach werden soll, werden kann. Da sind verschiedene Übungen da drin, wie man das erreicht. Sehr, sehr gutes Buch, kann ich allen empfehlen. Ich weiß nicht, ob du es auch kennst, Chris, also mir hat es damals sehr weitergeholfen. Wie gesagt, die Essenz, die ich draußen mitgenommen habe, waren die Trades zu dokumentieren und die auszuwerten und zu gucken, welcher Ansatz funktioniert. Wenn ich dauernd gegen den Trend gehe, wenn ich mir das aufgeschrieben habe und das dauernd sehe, dann werde ich es vielleicht irgendwann mal lassen. Versuchen, die Hochs zu kaufen und zu verkaufen, die Hochs und die Tiefs zu kaufen. Ja. Also, wie gesagt, ja, das sind jetzt so, das will ich dazu sagen. Also, ich wollte nochmal ganz kurz zurückkommen. Der Kollege hat ja vorhin nach dem Yen-Paaren gefragt im mittelfristigen Zeitfenster. Mhm. Wollen wir da nochmal kurz drauf eingehen? Das sollten wir machen. Yen-Paare sind sehr, sehr interessant. Vielleicht noch ergänzend dazu, ganz kurz, kannst du schon mal direkt den Chart hochscreen. Ich habe jetzt noch einige andere Fragen reinbekommen. Das ist super. Also ich gehe gleich mal auf die Fragen. Erstmal, Henry, das Buch kannst du nochmal unter Amazon vielleicht direkt kurz mal auf den Schirm holen. Es kamen mehrere Fragen zu dem Buch. Ich selbst kenne es übrigens nicht. Ja. Man muss auch sagen, wie gesagt, das autodidaktische Trading, das ist bei mir genauso gelaufen. Ich habe auch viele Jahre im nacharbeitlichen spätabendlichen Selbstlernen mir das mehr oder weniger beigebracht, aber das ist wirklich der harte Weg und der hat auch Geld gekostet, wenn man die Möglichkeit hat, aber da ist wirklich auch Selektion das A und O, aber ich kann euch da gleich mal was sagen, JFD wird auch hier in den nächsten Monaten, neben dem, dass wir eben ein Riesenprojekt an den Start bringen, bis Herbst spätestens, also bei der WOT wird dann in Anführungszeichen die Bombe platzen, das wird sicherlich für euch alle sehr, sehr interessant werden, haben wir da aber auch noch vor, in der Richtung der Trader Education, also Trader Ausbildung sozusagen aus dem eigenen Kreis, da auch was anzubieten, weil ihr wisst das, wir bei JFD haben nur Interesse daran, dass ihr natürlich den Weg auch zum Markt professionell findet und auch wir sind froh bei JFD eine relativ hohe Quote von erfolgreichen Tradern zu haben, was auch dem Hintergrund geschuldet ist, dass viele eben auch Wert auf faire, transparente Ausführungen legen, auf eben unsere Core-Spreads etc. etc. Der Punkt ist einfach, man muss selber an sich arbeiten und das ist alleine eben aber auch sehr, sehr schwer. Und da scheitern eben auch viele. Ihr wisst das, Selbstdisziplin ist das große Thema. Ja, sei es bei verschiedenen Dingen des Lebens und Trading ist da wirklich auch eine Königsdisziplin. Aber hier mal vom Henry das Buch. Wie gesagt, wenn man das, Steinberger, den Namen kenne ich, aber das Buch selbst nicht. Man muss aber einfach sagen, autodidaktisch ist wirklich ein harter Weg und wir versuchen da, wie gesagt, dieses Jahr unter Umständen auch nochmal das nächste Highlight, dem eigentlichen Highlight im Herbst, an den Mann zu bringen, um euch da auch noch ein Stück weit in die richtige Richtung zu bringen, weil alleine ist möglich, aber ein harter Weg, ganz klar. Heutzutage, wie gesagt, wo ich anfing hier um die Jahrtausendwende, da gab es das in der Art alles noch nicht, weder Webinare noch irgendwelche Seminare in der Masse wie heute. Sicher gibt es da auch viel Schein, mehr Schein als Sein, das muss man auch ganz klar sagen, da wollen wir auch schön selektiv vorgehen. Übrigens, Broker Deal an dieser Stelle macht da ja auch viel, ja, die vergleichen ja Ausbildungsservices, Trading Services, wie sie denn praktisch das Ganze vermitteln, wie sie es an den Mann bringen, wie sie die Leute nachbetreuen, ja, es ist auch so eine Sache, ein Seminar eben an einem Tag abzuspulen und dem Trader dann sozusagen den Weg zu überlassen, wie er damit zurechtkommt. Und dann kann man wirklich sagen, 99% der Leute werden das dann nicht umsetzen, was im Seminar vermittelt wurde, wenn man nicht dranbleibt. Also gehört eine enorm hohe Eigendisziplin zu, um an den Märkten zu agieren. Aber das Buch mag helfen, aber ihr wisst, wie es ist. Man muss auch arbeiten mit dem Buch an sich etc. Nur lesen hilft hier wenig. Und wie gesagt, das macht das Ganze eben so komplex und eben auch sehr umfangreich. Henry, wenn du dann gleich auf die Yen-Pairs mal eingehst, wie gesagt, die sind sehr, sehr schön trennig. Das Buch hast du ja gerade gezeigt. Der Christian fragt auch nochmal hier, er hat im H1 beim Cable
ein kleines Dreieck mit Ausbruchspotenzial von knapp 100 Pips lokalisiert, also British Pfund US-Dollar, auch Cable genannt, hier im H1, direkt von dem User, können wir uns dann vielleicht gleich mal anschauen, bevor wir wieder auf die Yen-Pairs gehen. Wie gesagt, wir leben hier in der Lage, wir arbeiten mit euren Zuspielen. Ich sehe gerade, Henry holt sich schon das Pfund mal auf den Schirm im Stundenchart. Wie gesagt, Dreieck, Ausbruchspotenzial. Ich kann dir auch gleich sagen, das britische Pfund, Christian, du bist der Namensvetter von mir, das hat im Prinzip eine Range aktuell von 88 Pips. Ja, das bewegt sich also 88 Pip im Schnitt der letzten 10 Tage. Bei News kann das immer ein bisschen explodieren, aber ich sage mal, die 100 Pips heute zu erreichen, ist schon mal eine Leistung. Aktuell hat das britische Pfund 41 Pips gemacht, also knapp die Hälfte haben wir noch an Potenzial. Also wenn er jetzt nochmal 100 Pips drauflegen müsste, puh. Aber das ist wahrscheinlich das Dreieck, was du meinst an dieser Stelle. Henry kann da direkt gleich mal was zu sagen. Günther, MT4-Analyseansatz für die Trader-Statistik. Da musst du mir noch mal ein bisschen mehr dazu schreiben, Günther. Ich weiß nicht, was du genau meinst, Analyseansatz, Trade-Statistik. Vielleicht noch mal definieren. Heidi, das Buch dürftest du gesehen haben. Passt. Ich gehe noch mal kurz auf Frage von Franz ein. Wie heißt das Währungsprodukt bei euch, das man handeln kann, wenn man CFDs meinen soll? Also, Franz, ganz vorsichtig. Ich zeige dir das dann gleich mal im Nachgang, wenn Henry mit der Analyse durch ist. Da erkläre ich dir ganz kurz mal den Unterschied. CFDs muss man nicht meiden. Das sind hervorragende Produkte, wenn man weiß, damit umzugehen und wenn der Broker einen eben auch da nicht über den Tisch zieht. Aber Währungen kann man eben direkt am Interbankenmarkt handeln, also direkt die Währungspaare selbst gegeneinander. Und das kann ich dir nachher nochmal zeigen. Aber es war nie perfekt. JFD, Hans-Joachim, findest du klasse? Wunderbar, danke für das positive Feedback. Futures Franz haben wir nur bei unserer JFD Vermögensverwaltung, also JFD Wealth. Da setzen wir die ein, für den Retail-Kunden aktuell nicht. Ich sage mit Absicht aktuell, man weiß nie, was kommt. Aber derzeit ist das CFD selber auch das ideale Produkt im Vergleich zum Future, weil A, mit weniger Kapitaleinsatz im Prinzip die Bewegungen ja auch handelbar sind. Der Future mit 25 Euro je Punkt oder auch der Mini-DAX-Future mit 5 Euro je Punkt ist dann doch noch ein anderes Level. Aber Franz, bleib uns treu. Wir entwickeln uns weiter und es gibt nichts, was es nicht gibt, sage ich immer so schön. Aber jetzt, Henry, habe ich schon wieder ein Stück weit zu viel Zeit dir genommen. Du hast schon fleißig das Cable gescreent und dann würde ich dann auch sagen, nach dem Cable schauen wir dann nochmal auf die Yen-Pairs. Aber jetzt gehört dir gerade mal die Bühne. Ja, also dazu muss ich sagen, ich finde das toll, wenn viele Fragen reinkommen. Dazu sind wir auch da, um die zu beantworten. Von daher kein Problem. Ja. Wir haben hier das britische Pfund im Stundenchart. Ich denke mal, das ist das Dreieck. Man könnte noch hier das Dreieck bauen, aber ist egal. Es ist ein Dreieck. Natürlich ist es eine bullische Konsolidierung an den Bewegungshochs. Das ist richtig. Es könnte aber das Ganze auch eine komplexere ABC-Korrektur sein. In dem Falle würde hier noch was fehlen und der kommt dann so nach oben. Das, wie gesagt, früher oder später wird er die 1,29 attackieren. Ob das jetzt heute noch passiert oder ob das nächste Woche passiert, das wissen wir nicht. Die Frage ist natürlich, weil will natürlich möglichst viel verdienen, bei möglichst wenig Risiko. Das heißt, wenn ich den im Bereich 1,2750 nochmal abgreifen könnte, hätte ich 150 Pips Luft, währenddessen jetzt sind nur 70. Das heißt, mein Chance-Risiko-Verhältnis ist hier nicht so sexy. Und wie gesagt, 10.30 Uhr kommen, also in 25 Minuten kommen Retail-Sales, also die Einzelhandelsdaten in Großbritannien. Sie sehen hier eine hohe Wichtigkeit. Das heißt, da wird nochmal Schwung reinkommen. Was jetzt passieren kann, ist, wie gesagt, ich hatte ja dieses Szenario vorhin schon angedeutet, dass die Zahlen direkt besser ausfallen und das positive Sentiment im Cable wird dazu jetzt genutzt, nach oben da durchzumarschieren. Wie gesagt, ich könnte mir auch vorstellen, dass es eine kleine Falle gibt und man versucht nochmal ein paar am Baum zu schütteln, wie man das so schön hier unten gemacht hat, bevor die 1,29 nochmal attackiert. Ich denke, ich würde jetzt hier auf dem Level nicht long gehen, nur weil er ein Dreieck im Stundenchart ist, wenn du mich jetzt so fragst. Kann natürlich dumm dastehen, die Zahlen kommen besser und in einer Stunde sind wir hier bei 1,2870. Ja, das ist durchaus möglich. Das ist die Krux beim Trading. Keiner hat die Glaskugel, keiner weiß, was passiert. Wie gesagt, jetzt für mich als Trader, was du ja auch gesagt hast, Chris, in dem Fall, du gehst vor den Zahlen raus, beziehungsweise setzt Signale nicht um, die kurz vor Zahlen kommen. Das heißt, jetzt dieses Dreieck im Stundenchart, so schön das ist, wie gesagt, das Alternativszenario ist, dass wir eine größere ABC-Korrektur kommen und dann sind wir nochmal schnell im Bereich 1,2750, 1,2770, könnte gleich passieren. Wo dann ich aber, wie gesagt, lauern würde, mir dann vielleicht im 5-Minuten-Chart
die Situation anschaue und dann im 5-Minuten-Chart festlege, jetzt tritt er hier, da kann ich dann reingehen. Ich habe jetzt hier nochmal was ganz Böses gemacht. Ich habe nackte Charts hier rübergezogen für Sie. Nackte Charts ohne Linien. Ja, ohne Linien. Wo gibt es denn heute sowas noch? Ja, kein Rainbow, kein Supertrend, kein Ichimoku, nix. Hier sehen Sie einfach nur die Price Action im 5-Minuten-Chart. Aber das ist, was Sie jetzt hier sehen, ist die Wahrheit einfach, wie was passiert an den Märkten. Sie können auch sehr schöne Patterns sehen. Sie sehen Aufwärtsbewegungen, Sie sehen hier eine Konsolidierung 5-Minuten-Chart, die nach oben aufgelöst wird. Man sieht da manchmal im 5-Minuten-Chart herrliche Patterns, wenn man nicht so viele bunte Linien dran hat. Ja. Wie gesagt, das ist mein Desktop, den ich dann zum Einstiegstiming nutze. Selbst wenn ich im H1 handle, da Signale handle, schaue ich mir trotzdem immer noch den 5-Minuten-Chart an, um vielleicht das Einstieg und dann natürlich auch den Ausstieg zu timen. Ja. Im 5-Minuten-Chart, den analysiere ich jetzt nicht für Trading-Ideen, muss ich sagen. Den Desktop, den Sie hier sehen, mit den ganzen Währungspaaren und rechts oben haben Sie noch die S&P-Indikation. Für mich ganz wichtig, immer S&P, wo ich einfach nur 5-Minuten-Charts habe. Ja. Sie können sich das in Guidance auch so basteln. Ich nehme die qualitativ hochwertigste Daten. Das sind die in Guidance, die Sie hier einstellen können. Das sind, habe ich die hier? Sie können ja die Datenquelle, ich nehme immer die Daten von JFD Brokers, weil das einfach die qualitativ besten Daten sind, die Sie jetzt in Guidance kostenlos und Realtime vor allen Dingen auch bekommen können. Ja. Forex, das ist ein Datenfeed aus verschiedenen Anbietern von VWD, aber dann bekommt man auch viele Fehlticks. Also wie gesagt, ich nehme dann immer die JFD-Daten, die sind klar, Sie sehen hier keinen Schnickschnack im Chart, keine bösen Spikes nach oben oder unten. Das sind tatsächlich gehandelte Kurse. Wie gesagt, beim S&P ist es eine Indikation auf den S&P Future, auf den Mini-S&P. Und diesen Screen, diesen Desktop, den nutze ich dann quasi zum Einstieg. Aber wir hatten das ja vorhin gerade schon mal, wir wollten noch die Yen-Pairs besprechen auch. Das Pfund hatten wir jetzt gerade. Chris, ich würde nochmal zu dem Aussie-Yen gehen. Klar. Wenn jetzt keine anderen Fragen jetzt hier diesbezüglich sind. Eine Frage noch. Aussie-Yen, man hat halt immer wirklich... Von Isabel an dieser Stelle. Ja. Und zwar, sie lässt fragen, ob du bei jedem Markt auf die gleiche Weise vorgehst oder eben auch noch auf die einzelnen Eigenheiten der Märkte, der einzelnen Märkte wiederum achtest. Also sprich, wendest du da dein Setup immer gleich an, von Underlying zu Underlying, also DAX, Index, Währung, Rohstoff, wie auch immer, oder achtest du dann auch noch auf kleine Besonderheiten der jeweiligen Märkte? Definitiv achte ich auf die Besonderheiten der Märkte. Ich meine, jedes Instrument, jeder Index, sag ich mal, auch jedes Währungspaar hat seinen eigenen Charakter, wenn ich das jetzt mal so sagen darf. Ja. Es gibt an den in den Devisenhandelsräumen, da gibt es Händler, die sind spezialisiert auf den Handel im kanadischen Dollar. Dann gibt es Jungs am Desk, die sind spezialisiert auf das britische Pfund. Das heißt, die Händler, die agieren teilweise, die Großen, nur in einzelnen Währungen, ja. Die sind aber daran darauf spezialisiert und die handeln jetzt nicht Pfund, Dollar, Yen, Singapur-Dollar oder was weiß ich, die sind wirklich dann spezialisiert auf die jeweiligen. Und das merkt man auch im Charakter dieser Währung. Ich weiß halt, dass es kanadischen Dollar, die richtigen Bewegungen gibt es halt am Nachmittag, weil der kanadische Dollar gegen den US-Dollar, also der Looney, der wird halt natürlich am liebsten von Nordamerikanern gehandelt. Da ist die Action also am Nachmittag. Das bedeutet nicht, dass man den jetzt gar nicht am Vormittag handeln kann, weil da wird auch in London und Frankfurt gerne gehandelt, aber die große Bewegung kommt halt hier am Nachmittag, wohingegen das britische Pfund am Nachmittag wieder, würde ich mal sagen, fast schon einfach nur ein Mitläufer-Dasein hat. Eher wird das am Vormittag kommt da die Bewegung. Ja? Also am Nachmittag geht es dann meistens in Konsolidierung über oder ja, da passiert nicht mehr ganz so viel. Ja? Dann konzentrieren die Amis sich lieber auf den Euro-Dollar oder den Dollar-Yen. Das heißt, jedes Währungspaar zum Beispiel hat seinen eigenen Charakter, bewegt sich zu verschiedenen Zeiten anders. Also da muss, das muss man natürlich immer berücksichtigen. Das natürlich klingt alles sehr komplex und alles sehr schwierig und chaotisch. Aber ich sag mal, wenn man ein paar Monate, vielleicht ein paar Jahre Markterfahrung dann hat in den Währungen, kriegt man auch ein gewisses Gefühl und kann dieses Gefühl dann auch natürlich gewinnbringend anwenden, sage ich mal. Ja. Aber man kann jetzt nicht einfach jedes Setup, jedes ja,
jede Signalsituation, ich sage jetzt mal blind auf verschiedene Indizes einfach eins zu eins kopieren oder Währungspaare kopieren. Also da gibt es schon Eigenheiten. Ja. Man muss auch wissen, so ein bisschen die Intermarket-Korrelation von den eigenen, von den verschiedenen Währungen. Man muss wissen, ich kann jetzt nicht eine Währung isoliert betrachten, weil die Intermarket-Situation muss man auch ein bisschen im Hinterkopf behalten. Deswegen hatte ich den S&P da vorne mit drauf, die Indikation. Warum? Weil gerade ist traditionell in Zeiten von hoher Schwankungsfreude an den Aktienmärkten beziehungsweise Abwärtstendenz an den Aktienmärkten, das heißt einer gesunkenen Risikoneigung, gibt es immer ordentlich Action in den Yen-Paaren. Das heißt, der japanische Yen wird als sicherer Hafen betrachtet, genau wie der Schweizer Franken, und der wird dann gekauft. Das bedeutet, den Yen-Paaren, die fallen. Das heißt, die letzten hat man ja auch im DAX gesehen, es ging tendenziell runter. Es gibt da eine gewisse Korrelation mit den Yen-Paaren. Ich habe hier den australischen Dollar gegen den japanischen Yen. Das kommt daher, dass in ruhigen Zeiten, sage ich mal, diese Zinsdifferenz sehr gerne ausgenutzt wird. Das heißt, man investiert in höher verzinste Währungen wie den australischen Dollar und verkauft dagegen den japanischen Yen. Das heißt, Aussie-Yen steigt an, aber in Zeiten von, sag ich mal, Risk off, also die Risikoneigung sinkt, dann geht es halt in den Keller, da wird, werden diese Risikopositionen werden die aufgelöst, genau wie der Aktienmarkt fällt. Aber wir sehen hier schöne Trendbewegung in den Yen-Paaren im 4-Stunden-Chart. Das ist sicherlich interessant für Swing-Trader. Wie gesagt, ich persönlich handle jetzt nicht in diesen Zeitebenen groß, nicht mehr, muss ich sagen. Aber wie gesagt, es gibt Leute, Trader, die sind geduldiger als ich. Die sitzen vielleicht auch nicht den ganzen Tag vorm Rechner wie ich und müssen sich das angucken, sondern die, für die ist dann durchaus interessant, einen Swing-Trading-Ansatz zu fahren, und da kommen natürlich dann diese Cross-Currency, die sogenannten Kreuzwährungen, in Frage dafür. Ja? Also beim Aussie-Yen, man hat hier einen schönen Abwärtstrend. Ich stelle mir das dann immer ein, damit ich gleich sehe, ob es ein Abwärtstrend oder ein Aufwärtstrend ist. Man kann das hier schön mit dem Bollinger Bands, wenn ich einen Aufwärtstrend habe, in dem Fall ist es ein Short-Trend, dann stelle ich halt den auf Long, dann habe ich hier so für mich diese Signallage, wenn ich jetzt weiß, hier passiert gar nichts, dann stelle ich den auf neutral, aber im vorliegenden Fall haben wir einen Abwärtstrend, dann sehe ich gleich, für mich stelle ich das so ein, gehe ich erstmal ran, hier weiß ich jetzt, mein Auge sagt mir, der ist rot, das heißt, ich will jetzt hier erstmal nur Short-Setups suchen. Warum? Weil Trends können sehr lange im Forex-Markt andauern. Ich weiß nicht, wie es bei euch mit den Kunden ist, Chris, aber man sagt ja im Prinzip, der Kontokiller Nummer 1 im Forex-Handel ist, wenn man gegen den übergeordneten Trend handelt. Ich glaube, da kann man mit Fug und Recht behaupten, da werden die meisten Konten zerstört, indem man einfach versucht, sagt, der ist jetzt hier gefallen und der ist jetzt so weit gefallen, ich kaufe den jetzt, der muss ja wieder steigen. Das ist eigentlich unter Privattradern der, sag ich mal, beliebteste Ansatz. Es ist billig, jetzt kaufen wir das jetzt, ja. Oder es ist jetzt ganz schön weit gestiegen, das ist jetzt zu teuer, das verkaufen wir jetzt. Das ist, sag ich mal, so, für jetzt niemanden zu nahe treten, aber der ein ganz weit verbreiteter Ansatz ist billig, den kaufen wir jetzt, oder ist teuer, verkauft man jetzt. Nur, das ist halt extrem schwierig umzusetzen. Sie müssen halt das Timing extrem gut raus haben. Ich meine, das ist jetzt 4 Stunden, das geht noch vom Timing, aber Sie sehen ja, wenn man hier im übergeordneten Trendrichtung handeln, kann man erstmal wenig falsch machen. Aber diese ganzen kleinen Swings genau zu treffen, hier und da was auf der Long-Seite zu verdienen, finde ich extrem schwierig. Finde ich extrem schwierig. Man muss vom Timing her sehr präzise arbeiten, um jetzt gegen den übergeordneten Trend was zu verdienen. Ja, eigentlich der leichtere Weg, den aber die meisten nicht gehen, ist für mich zu sagen, ich identifiziere jetzt den übergeordneten Trend jetzt hier im 4-Stunden-Chart. Kann man sehr leicht feststellen, wenn man sich jetzt nicht viel Arbeit machen möchte, zum Beispiel mit dem Supertrend-Indikator. Der ist einfach klar short. Und zwar, der ist short seit hier, der war short hier. Hier in die Gegenbewegung ist er mal kurz long gegangen, aber gut, man konnte jetzt nicht so viel verdienen. Aber wie gesagt, der ist eigentlich die ganze Zeit short. Wenn ich sehe, dass der Supertrend im 4-Stunden-Chart die ganze Zeit short ist, und ich sehe das ja auch hier, braucht man keine großartige Chartanalyse-Kenntnisse, der Trend ist abwärts. Das heißt, ich versuche, in Erholung zu verkaufen. Man könnte zum Beispiel dann sagen, ich habe jetzt hier den Abwärtstrend und in Erholung einen mittleren Bollinger-Band, ja,
verkaufe ich und ich setze meinen Stop 20 Pips über einen Supertrend und ziehe dann den Stop sukzessiv nach, wenn er in meine Richtung läuft. Das erlaubt mir, lange in einem Trend drin zu bleiben und größere Trendgewinne zu erwirtschaften. Diese gleiche Strategie, die funktioniert natürlich auch in geringeren Zeit eben im 5-Minuten-Chart oder im 15-Minuten-Chart. Wie gesagt, es bringt jetzt nichts, wenn ich sage, Sie müssen die und die Zeitebene verwenden. Das sind, finden Sie heraus, welche Zeitebene Sie handeln möchten. Das ist ganz, ganz wichtig. Und handeln Sie diese Zeitebene. Im 15-Minuten-Chart ist das Ding long. Das heißt, wenn Sie jetzt im 15-Minuten-Chart sind, würde ich denn jetzt nur long handeln. Das heißt, Supertrend ist long. Ich habe einen Trend und ich versuche die Rücksetzer zu kaufen. Stop unter den Supertrend. Nicht direkt am Supertrend, weil der wird manchmal getestet, wie hier. Und sie bleiben im Trend drin, ja. Das ist so ein ganz einfacher Trendfolgeansatz, den man fahren kann, der halt wichtig ist, dass sie nicht versuchen, gegen den Trend in ihrer Zeitebene zu handeln, einfach zu sagen, das Ding ist jetzt ganz schön weit gestiegen, das verkaufe ich jetzt mal. Das wird früher oder später dazu führen, dass sie nicht mehr Forex handeln, weil sie kein Geld mehr haben, das kann ich Ihnen versprechen. Henry, Gold richtig, hat in früheren Stunden, jetzt muss ich auch mal die Hose runterlassen, auch bei mir, das war 2000, ich glaube es war 2007 oder so, war das genauso eine Annahme beim Euro gegenüber dem britischen Pfund, nach dem Motto, tiefer kann es nicht mehr gehen. Jetzt habe ich einen schwarzen Bildschirm, jetzt so wieder da. Aber Henry, das unterstreicht dir schon, also sich gegen den Markt zu stellen, ist eh die Farce schlechthin. Also man muss eben auch sehen, welches Timeframe ist für einen Herz allerliebst und dann eben reinschauen, passt das je nach Timeframe. Wenn man Intraday handelt, ist natürlich die große Zinsdifferenz jetzt nicht unbedingt das Thema, ja. Also hier die, sag ich mal, das ganz große Geld, wo es sich hinbewegt, ja, wenn man jetzt hier im 5 oder 15 Minuten Chart agiert. Dennoch ist es wichtig, fundamental die News im Auge zu haben, ein Stück weit das Sentiment, wie Henry auch schon sagte, Risk-On, Risk-Off-Modus, das ist wirklich ein Thema. Und wenn man das so durchgearbeitet hat, dann kommt man irgendwann zur Technik und sagt dann eben, hier ist Support, hier ist Widerstand, da ist Nachfragezone und dann kann man sich so am Chart orientieren. Ja, aber de facto muss man immer auch wieder sehen, dass man seine Chance-Risiko-Verhältnisse in einem guten Verhältnis eben hat und man versucht oder sollte immer versuchen, mehr zu verdienen, als man riskiert. Das ist schon mal die Grundansatzregel, weil man dann eben durchaus auch mal falsch liegen kann, ohne gleich seine Equity nach unten zu drücken. Aber ich will kurz sagen, zu der Frage vom Helmut, nach dem Motto, wie kann man die Eigenheiten der Pairs zusammenfassen? Das bedarf ein Stück weit Erfahrung. Ich will mal ganz kurz versuchen, dir das mal kurz darzustellen, bevor Henry gleich mal loslegt, weil Henry, nochmal eine Frage, die du jetzt währenddessen mal durch den Kopf gehen lassen kannst. Und zwar schreibt Reza, das mit dem Austral-Dollar ist ganz einleuchtend gewesen am Beispiel, aber wie geht das jetzt mit Euro-US-Dollar? Das ist nicht so eindeutig, ist die Frage jetzt hier. Das mal durch den Kopf gehen lassen von der Adaption Austral-Dollar-Yen, sprich Definition, Trend, hier einsteigen, da aussteigen, das sieht gut aus. Und dann die Frage jetzt beim Euro-US-Dollar, da scheint es jetzt bei Reza so, dass es nicht so einleuchtend ist. Und kurz bevor du dann das aufgreifst, die Frage von Helmut in Sachen zur Zusammenfassung der Pairs. Letztlich lebt der Markt, das ist ganz klar. Aber man kann einige Grundparameter, sage ich mal, feststellen, wie Henry vorhin auch schon zu Teilen eben erwähnte. Es ist zum Beispiel so, dass der kanadische Dollar sehr eng am Öl hängt, weil der kanadische Dollar eine Rohstoffwährung ist. Und gerade wenn Öldaten kommen oder Öl, gerade WTI am Mittwoch 16:30 oder auch die OPEC oder irgendwelche Entscheidungen in der Richtung sind, ist der kanadische Dollar immer hochsensibel. Also kanadische Dollar und Öl sind von der Korrelation her sehr, sehr gleichlaufend. Steigt Öl, steigt der kanadische Dollar und umgekehrt. Zudem ist auch so, dass der Euro und Schweizer Franken relativ gesehen, also nicht Euro-Schweizer Franken, sondern der Euro selbst als Währung und die Währung Schweizer Franken häufig parallel laufen. Genauso ist es auch so, dass der Austral-Dollar sehr oft an den Wirtschaftszahlen von China-Japan hängt, aber vielmehr noch von China eben, weil der Austral-Dollar natürlich export-importlastig sehr an China gebunden ist und der Austral-Dollar hier sehr, sehr stark beeinflusst wird von chinesischen Daten zum Beispiel. Ja. Dann muss man auch sagen, das britische Pfund hat ein gewisses Eigenleben in Sachen Volatilität. Es ist ein sehr biestiges Währungspaar. Gerade wie wir vorhin auch gesagt haben, 10.30 Uhr, übrigens in 9 Minuten kommen die Daten rein. Da können wir uns das Pfund mal mit dem Dreieck gleich nochmal anschauen, wie es da ausschaut. Das werden wir machen, aber das Pfund ist
ist selber sehr, sehr volatil, kommt auch häufig von den Bewegungen her sehr scharf zurück, also bewegt sich wirklich sehr stark. Ich kenne einige Marktteilnehmer, die den Euro-US-Dollar als Major-Währung lange präferiert haben, die handeln aktuell viel britisch Pfund-Yen und auch den britisch Pfund-US-Dollar, weil der sich einfach viel, viel mehr bewegt. Und das ist beim Cable tatsächlich eine gewisse Eigenschaft, die man so grob mal an den Pranger hängen kann. Zudem auch, wie vorhin auch ganz am Anfang schon gesagt, die Yen-Pairs, und das hat ja auch der Henry schön gezeigt, die neigen sehr, sehr schön zu Trendphasen. Also schaut euch mal Austral-Dollar-Yen an, schaut euch Britisch-Pfund-Yen an, Schweizer Franken-Yen, solche Trendphasen, gut, das ist jetzt der Minuten-Chart, aber grundsätzlich, das sind Währungen, die haben auch über Wochen teilweise hinweg mega Aufwärts- oder Abwärtsbewegung. Und das muss man ganz klar hier mal mit ins Kalkül ziehen, da geht bewegungstechnisch richtig stark was. Aber jetzt, Henry, gehört dir mal die Bühne beim britischen Pfund US-Dollar und eben der anderen Analyse. Genau, also wir haben noch 8 Minuten bis zu den Daten. Schau mal uns nochmal kurz an. Du hattest ja schon die Korrelation eigentlich alle perfekt zusammengefasst. Was man noch ergänzen könnte, wäre der neuseeländische Dollar, der sehr von den Agrarrohstoffpreisen abhängt, also Milchpreise, Weizen etc. Also da gibt es auch eine hohe Korrelation, weil, wie gesagt, die neuseeländische Wirtschaft sehr landwirtschaftlich geprägt ist und sehr viel exportiert natürlich auch. Das heißt, dort spielt dann auch, kommen die Agrarrohstoffpreise mit dazu. Ansonsten Öl, kanadische Dollar etc. hast du alles schon gesagt. Euro hat jetzt nicht so eine 1:1 Korrelation. Da ist es nicht ganz so. Wie gesagt, Euro-Dollar, das absolut meistgehandelte Paar, spielt, glaube ich, im Dollar-Index fast 50% gewichtet, wenn ich mich nicht irre. Das ist jetzt der US-Dollar-Index. Aber es gibt jetzt nicht so, dass man sagen kann, der Euro korreliert jetzt mit irgendwas. Natürlich gibt es die Korrelation, dass wenn der Euro stark steigt, ja, dass es da einen gewissen Abwärtsdruck auf die Exportwerte im deutschen Aktienindex gibt. Aber die Korrelation ist eigentlich eher einseitig. Es ist jetzt nicht, dass irgendwas den Euro beeinflusst, aber der Euro hat ja seine eigenen Themen, ob das jetzt Griechenland ist, ob das jetzt Frankreich war, da gibt es ja jedes Mal so viel Beeinflussungsmöglichkeiten. Ja. Aber es gibt jetzt nicht die Korrelation zu irgendeinem Rohstoff oder sonst irgendwas, wie bei den rohstofflastigen, deswegen Rohstoffwährung genannten Währungen kanadischer, australischer und neuseeländischer Dollar. Die haben den Dollarindex. Ich wollte einfach nur mit dem Minutenchart beim britischen Pfund gegen den Yen nochmal ganz kurz zeigen, dass dieses Pair natürlich im Jargon auch The Beast oder The Dragon genannt, weil du gesagt hattest, das ja mit dem Beastigen, das wird von vielen Tradern im Minutenchart oder im 5-Minuten-Chart gehandelt, einfach weil es hier eine mega Wohler gibt, Intraday. Sehen die europäische Sitzung, geht hier los, 8 Uhr und vor 2 Tagen, es hatte eine Range von fast 100 Pips, ja, da kann sich auch an, es ist aktuell eine relativ schwankungsarme Zeit, aber man hat hier immer schöne Trendbewegungen, das heißt, wenn Sie jetzt sagen, ich bin ein Scalper, ich bin nur im Minutenchart aktiv, ich kann einfach keine Position länger halten, schauen Sie sich mal, das ist vielleicht ein Paar, das für Sie interessant werden könnte, wenn Sie jetzt diesen Ansatz wählen. Wie gesagt, nochmal, ich wiederhole nochmal, es bringt nichts, wenn Sie andere Leute nachhandeln. Sie müssen Ihren eigenen Stil finden. Das hängt also, wie gesagt, Präferenz der Zeitebene, Zeit, die Sie haben, Ihre persönliche Risikoneigung etc. Ob Sie schnelle Entscheidungen treffen können oder ob Sie alles genau analysieren möchten, bevor Sie einen Trade tätigen oder ob Sie einfach eher der impulsive Trader sind, der abfeuert, wenn er hier ein Reversal-Pattern im Minutenchart sieht oder eine Unterstützung im Minutenchart. Wie gesagt, das müssen Sie für sich herausfinden. Ich kann Ihnen nicht sagen, das kann auch der Chris nicht. So und so müssen Sie es machen, so und so wird es gemacht, so und so verdienen Sie Geld. Das überlassen wir dann den teuren Trading-Coaches aus Dubai, die dafür 12.000 Euro für das Wochenendseminar verlangen. Das machen die dann, die erzählen ihnen dann, wie der heilige Gral im Trading funktioniert. Ich sage Ihnen, es gibt keinen, Sie müssen den selber finden, was für sich funktioniert, welcher Ansatz für Sie funktioniert. Das hilft nur, probieren geht über studieren. Ja? Und wie gesagt, da ist der Demo-Account von JFT eine gute Lösung. Jetzt habe ich so viel geredet, jetzt kommen gleich die Zahlen in 4 Minuten. Schauen wir uns nochmal das Cable an.
Henry? Wie gesagt, ja. Genau, also der Cable halten wir uns jetzt mal vor, kannst du direkt mal auf den Schirm bringen. Die Frage war, was der Supertrend ist und wie man ihn bekommt. Vielleicht kannst du es mal zeigen im Guidance, wie du dir beim Cable den Supertrend reingeholt hast und wie er so grundsätzlich, was der Ansatz dessen ist sozusagen. Genau, der Supertrend-Indikator finden Sie oben unter Indikatoren, Trendfolger. Dann ist es einfach nur der hier. Das ist ein Trendfolgeansatz, der die Volatilität berücksichtigt und den Trend berücksichtigt. Die Einstellung können Sie ändern, das heißt auf die Periode anwenden und auf den Faktor anwenden. Ganz ehrlich, die genaue Berechnung habe ich jetzt gar nicht mehr im Kopf, aber ich nutze den so lange, da, keine Ahnung. Das können Sie aber alles nachlesen. Wie gesagt, den Guidance finden Sie, den Indikator hier bei unter Trendfolger dann ST. Was macht dieser Indikator in der Standardeinstellung? Nutze ich den? Die brauchen da nicht groß rumspielen. Manche nutzen den in abgeänderten. Die spielen halt dann hier an der Periode oder am Faktor rum und gucken, was besser passt für den Markt. Können Sie gerne machen. Vielleicht, nein, das war jetzt Quatsch. 2,5 wollte ich eigentlich eingeben. Gucken, können hier noch an den Settings ein bisschen rumspielen. Wie gesagt, ich nutze den nur an der Standardeinstellung. Der taugt mir schon. Warum? Was soll er mir sagen? Er soll mir einfach sagen, wo der Trend, was der Trend ist. Ja, ich sehe hier, der Markt ist choppy, viele Fehler. Ja, aber das sehe ich auch so, dass hier kein Trend ist. Es ist eine Trendphase, eine Korrekturphase. Natürlich gibt es da hier viel Fehlsignale. Ja, da müssen Sie dann auch damit leben können, dass so ein Indikator ist jetzt nicht ein einzelnes Handelssystem. Der zeigt Ihnen einfach nur, wo der Trend ist, und der ist in Trendphasen, können Sie klar erkennen, der ist jetzt hier ein Aufwärtstrend, und wie gesagt, wir hatten ja vorhin gesagt, nicht gegen den Trend handeln, das heißt in dem Falle, wenn der Supertrend long ist, würden Sie dementsprechend nur Long-Signale machen. So, jetzt haben wir das Szenario, im Pfund geht es natürlich wieder lustig zur Sache. Das Dreieck interessiert momentan keinen, was wir gesprochen hatten. Es interessieren die Einzelhandelsdaten, die kommen in einer Minute, und wir bekommen den befürchteten oder erwarteten oder wie auch immer Rücksetzer. Es wird jetzt hier nochmal geschüttelt. Wie gesagt, ich vermute mal, die wollen jetzt hier nochmal, sieht ein Blinder mit Krückstock, sage ich immer, dass der Trend long ist. Das bedeutet aber nicht 1 plus 1 gleich 2, sondern Forex-Markt ist 1 plus 1 auch manchmal minus 2 oder 5. Ja? Das hängt davon ab, wie die großen Jungs positioniert sind, was sie vorhaben. Wie gesagt, es ist ein Spiel, sie spielen gegen andere Menschen, und es geht um ihr Geld. Und die anderen Spieler wollen ihr Geld haben. Das heißt, es wird oft mal getrickst, rausgeschüttelt, veralbert, ich will nicht sagen verarscht. Und dann geht es eigentlich in die andere Richtung. Wie Aber gesagt, es ist ein Spiel, sie müssen sich darauf einstellen. Und das ist ja nicht 1 plus 1 gleich 2 immer. jetzt gibt es gleich die Bewegung, aber interessant, dass beim Pfund auch häufig zu sehen, bereits, jetzt gibt es die neuen Tiefs, häufig bereits vor den News schon Bewegungen stattfinden. Also ganz häufig auch wirklich so 3, 4, 5 Minuten vorher finden da schon Kerzenbewegungen statt, die haben die ganzen 2, 3 Stunden davor nicht stattgefunden. Also als wäre da schon, wie gesagt, die Positionierung in der Erwartungshaltung oder im Vorwegnehmen der News dann sozusagen dann schon ja, erfolgt oder würde die erfolgen. Das ist immer sehr, sehr interessant zu sehen. Also das Fund hat da wirklich ein schönes Eigenleben und 10:30 Uhr einfach rot markieren im Kalender, meistens mittwochs. Dienstag, Mittwoch, Donnerstag auch, aber heute eben zum Beispiel auch mal Daten, aber häufig eben Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, 10:30 Uhr immer mal auf dem Schirm haben. Gut, Henry, dann schauen wir mal. Ne? Tief wird gerade gekauft. Wie die Daten ausgefallen sind, muss man sich natürlich dann auch nochmal anschauen, was da reingekommen ist. Also die Daten sind rausgekommen. Es waren minus 0,3% beim Einzelhandel erwartet, und herausgekommen ist minus 1,8%. Ja. Besser also Das sozusagen. heißt, die Zahlen sind, nein, minus 1,8%, also Einzelhandelsumsätze waren deutlich schlechter als erwartet. Es wurde ein Rückgang um minus 0,3% Ach, minus, erwartet, und der minus drei, Rückgang war gell? Ah, ja. nee, minus 1,8%. Okay. Und wir schauen uns mal die Reaktion an. Ist im Vorfeld, wie gesagt, schon gewesen, klar negativ. Zahlen deutlich schlechter. Aber was ich früh gesagt habe, eine negative Reaktion wird wahrscheinlich gekauft werden, weil, wie gesagt, wir sind in einem krassen Aufwärtstrend. Die Frage ist nur, wo kauft man den Aufwärtstrend? Entweder man kauft jetzt hier sofort in die schwachen Zahlen hinein. Was ich jetzt nicht unbedingt machen würde, ist, die schwachen Zahlen prozyklisch zu verkaufen. Da könnte man sehr schnell auf dem falschen Fuß erwischt werden.
Aber wie gesagt, der hat schon mal neues Tagestief markiert. Glauben Sie mir mal, dass hier einige Stops lagen in dem Bereich. Die sind auf jeden Fall schon mal gecashed worden. Jetzt müssen wir mal schauen, ob jetzt Follow-through gibt nach unten. Dann würde ich mir jetzt nochmal den Clean Chart rüberziehen mit den JFD-Daten. Sekunde, wir kommen gleich. Okay. Ja, die Zahlen, da dachte ich, habe ich verstanden, 3, deswegen die minus 1,8. Aber du hast recht, das waren ja dann 0,3. Aber die Reaktion im Zuge dessen, also ich sag mal, wir haben schon spektakulärere Bewegungen gesehen. Da gab es eben mit einem Schlag eine 50-Pip-Kerze. Jetzt die Stunde sieht natürlich auch sehr mächtig aus, aber im 5-Minuten-Chart, sage ich mal, ja, Bewegung hier vor den News schon sehr stark, aber jetzt sieht man ja dann auch zu den News, ja, sehen wir gerade so eine Art Doji-Kerze, ein Stück weit Unsicherheit. Man muss jetzt, wie gesagt, da kommt dann denke ich mal, die Erfahrung ins Spiel und die Erwartungen sind doch sehr deutlich unterboten worden. Es würde mich doch wundern, wenn wir nicht nochmal die 27,80 in den nächsten 15 Minuten anlaufen würden und wahrscheinlich sogar, ganz ehrlich, ich vermute sogar, also spekulative Long Level würde ich gerne hier platzieren oder hier drunter irgendwo. Eine kleine Long-Position eventuell schon, wie gesagt, weil der übergeordnete Trend ist Long. Ich erwarte früher oder später im Kabel, dass er die 1,29 attackiert. Das kann aber erst nächste Woche sein. Ja? Da kommt jetzt wieder Ihre Präferenz ins Spiel. Sind Sie bereit, das Weekend-Risk einzugehen? Wie gesagt, im Forex wird 24 Stunden gehandelt, von Sonntagabend bis Freitagabend, aber es gibt halt eine Periode von Freitag bis Sonntagabend, wo nicht gehandelt wird. Und da kann halt dann teilweise viel passieren. Noch Stichwort jetzt im Euro-Dollar-Wahlen. Und es gibt dann eine Kurslücke. Das heißt, es wird halt, Ihr Stop wird wahrscheinlich nicht zu dem Level ausgeführt, zu dem Sie den Markt haben, sondern ganz weit weg. Das ist das sogenannte Weekend-Risk. Deswegen stellen halt viele Marktteilnehmer, wie wir auch vorhin gesagt hatten, schon mal ihre Position am Freitag glatt, deswegen Freitag schwerer zu handeln, unter anderem als die anderen Tage. Aber wir sehen schon, so richtig kommen die Bullen jetzt hier nicht zu Potte. Er hat weiter Druck, einfach weil ich kann ja mal kurz die Zahlen hier auf den Bildschirm holen. Es ist schon deutlich verfehlt worden, muss man mal sagen. Deutlich verfehlt worden. Deswegen, ich denke halt, er wird noch ein bisschen Druck kriegen. Es wäre jetzt, wenn er aus dem Stand jetzt hier wieder dreht, das wäre nach meiner Erfahrung eher ungewöhnlich. Aber wie gesagt, der übergeordnete Trend ist long. Aber man sieht hier die Zahlen deutlich unter den Erwartungen. Der Vormonatswert war noch ein Plus. Einzelhandelsumsätze erwartet wurden minus 0,3 und gekommen deutlich schlechter. Wie gesagt, nochmal zur Zusammenfassung, wer diese Wirtschaftsdaten nicht auf der Uhr hat, sondern nur nach Markttechnik oder nach welcher Technik auch immer handelt, der wird ja früher oder später da böse überrascht werden, beziehungsweise ja, sollte man auf der Uhr haben. Wir sehen schon, der Druck ist weiter da. Es ist kein knapper Mist, sage ich mal. Es ist sehr, sehr schlechter als erwartet. Das heißt, dann werden jetzt erstmal wieder, ich sag mal, da gibt dann mal so ein paar Minuten, eine halbe Stunde, bis dieser Sentiment dann durch ist, wo man sagt, jetzt kann man gucken, aber es ist noch zu früh. Also jetzt 10:35 Uhr, wir sehen, die erste 5-Minuten-Kerze ist hier. Man könnte jetzt, wenn man jetzt long engagiert ist, mal gucken, ob er auf 5-Minuten-Basis über 1,28 schließt und sagen, wenn er jetzt wirklich hier wieder drüber geht, dann könnte er schon long sein. Da könnte man prozyklisch eine kleine Position eröffnen hier. Kurzfristigen Handel, aber ich vermute eher nochmal, dass wir nochmal ein bisschen runtergehen und danach hochgehen. Na, schauen wir mal. Ja. Wie gesagt, das ist so meine Erfahrung im Kabel, dass da gucken wir mal. Was passiert bei den anderen Paaren? Nicht so viel. Wir hatten den Euro, den hat man ja heute Vormittag nochmal an dem Widerstand, der da oben war, im Bereich 1. 47, da ist er erstmal richtig gescheitert und seitdem gab es eine dynamische Bewegung. Das war das Teil hier. Das heißt, up, stimmt, ja.
Dollar Yen fällt auch. Also schauen wir mal. Wie gesagt, am spannendsten heute sicherlich das britische Pfund und am Nachmittag der kanadische Dollar. Was ist dein Tipp beim Kebel jetzt hier, Chris, im kurzfristigen Zeitfenster? Ja, wie gesagt, bin ich mit dir confirmed, dass der in den ganzen kleinen Timeframes eigentlich auch bullisch ausgerichtet ist. Die 1,29 hatte ich übrigens auch schon lange, lange wieder auf dem Schirm. Wollte ich mir gerne aufnehmen. Aber mit dem neuen Tagestief, da sind wir auch nur 5 Pips weg. Also der müsste, also da die erste Reaktion jetzt natürlich im Vorfeld schon jetzt schwach war, die Daten auch wesentlich schwächer reingekommen sind, denke ich mir, der macht jetzt tatsächlich noch was in Richtung Tiefs. Also geht schon noch ein Stück tiefer, würde ich auch erwarten. Aber der Rebound auf der Oberseite, gerade im Sinne dessen Neuwahlen, Stärke des Pfunds, das schwellt überschwellig noch mit. Und wir haben ja auch die große Kerze gesehen, also der große Move vom 18.04. Wie gesagt, da hat sich wirklich die Big Money positioniert und mit dem Trend zu gehen, ist sicher nicht verkehrt. Und das hier ist jetzt auch schön gezeichnet von dir. Wir sehen da die Tiefs vom 20. oder der Nacht, also vom gestern und der Nacht vom Vortag. Das ist hier bei knapp 1,2775. Das ist ein schönes Level. Das ist wirklich so eine, ich nenne es aber Price-Action-Zone, ja, wo man sagt, da ist einfach Nachfrage gewesen. Das hat man an zwei Handelstagen gesehen, nämlich du siehst links da den grünen Balken am 19. und 20. Da die Tiefs, das ist eine Zone, die ist äußerst interessant. Da sitzen sicherlich auch einige Marktteilnehmer Gewehr bei Fuß, genau dieses Level hier. Und das ist kein Zufall, dass man sozusagen solche Preisspitzen. Und dafür ist der Chart da, liebe Zuschauer. Ja, der Chart gibt uns einfach, wie denn, wenn nicht mit so einem Chart, können wir Preiszonen identifizieren, wo Nachfrage ist, ob das jetzt Dow-Theorie ist, Markttechnik, 1, 2, 3, allerlei. Das heißt, warum? Aber genau wie Henry hier einzeigt, wenn so ein Rücklauf kommt, das ist eine Zone, also da kann man, meiner Erwartung nach, wenn der da zurückläuft, ist das ein sehr, sehr interessantes Buying-Level, um mit einem engen Stopp, und da sind wir wieder beim Chance-Risiko-Verhältnis, da kann man hier locker ein CRV von 3, 4 und mehr einfahren, weil man dann eben mit einem gewissen Umkehrstopp, also engem Stopp, der, wenn die Bewegung weitergeht, dann eben die Erwartungshaltung umkehrt, dass man dann schnell sich verabschiedet, aber hier in dieser Zone, die Henry da einzeichnet und durch auch ein bisschen Platz erlauben, das scheint mir wirklich interessant zu sein und da sehe ich den auch hinlaufen, Henry, muss ich auch sagen, das ist technisch gut analysiert. Jetzt gehe ich auch nochmal zurück auf den 18. Ihr seht es, bevor das große Momentum da 1600, ja, als es da seht ihr so ein bisschen Taumelei auch, du könntest den grünen Balken sogar noch weiter nach links ziehen, bevor dann der große Ausbruch da kam, das war die Abendsession, genau, das war das Spektakuläre, es fing dann schon am Mittag an zu steigen, aber zieh das mal weiter rüber, das ist wirklich eine Zone, die hier im 5-Minuten-Chart schon sehr, sehr auffällt, also das ist ein Level, muss man einfach sagen, da ist Nachfrage, ja, und wenn er da hinläuft, wäre es, und da sind wir eben beim Chance-Risiko-Aspekt, eine hervorragende Chance, in den Markt reinzugehen. Ob man das jetzt per Pending-Order tut oder live oder auch auf Umkehrsignale wartet, ja, also solche gewisse Bodenbildungstendenzen oder Candlestick-Pattern, das ist wieder sehr, sehr individuell. Da ist es auch so, dass man da natürlich sagen muss, der eine achtet auf dies, der nächste auf das, ich achte auf die Zone und spekulativ dort theoretisch einsteigen, natürlich hier auch der Risikohinweis, das ist keine Handelsempfehlung, eh klar, kann man aber trotzdem hier sicherlich versuchen, da in dieser Zone seinen Einstieg zu finden und ich glaube, das Cable kommt in diese Richtung zurück, zumal wir auch dort das Vortagestief haben. Kannst du bei den beim Cable, weißt du, wo das ist, Vortageshoch, Vortagestief, das kann man sich ja auch schön einzeichnen lassen hier im Guidance-Chart, Henry, hast du das auf der Agenda, wo... Ich persönlich nutze das jetzt nicht. Nee, ich nutze das nicht. Ich sehe das ja selber, wo das war. Genau, genau. Vortagshoch. Also Du Fuchs siehst das wieder selber. Nee, was ich nochmal sagen wollte, wir hatten ja vorhin dieses Dreieck. Ne? Das Dreieck haben wir alle gesehen im Stundenchart. Das ist klar, bullisch. Aber es spielt keine Rolle vor den Zahlen. Es spielt keine Rolle. Die Technik, wenn man dann nur auf stur auf den Chartbild guckt und nicht die Wirtschaftsdaten mit in dieses Puzzle, Forex-Puzzle einbezieht, wird man einen Nachteil haben. Also man muss das sich irgendwie alles zusammenpuzzeln. Ich finde es spannend, weil es ist ein Puzzle, das es gilt zu lösen. Wie gesagt, das besteht halt nicht nur, ich bevorzuge auch Dreiecke nur, um die zu handeln, aber so einfach ist es halt leider nicht. Ja, wie gesagt, Dreieck spielt erstmal keine Rolle. Sie sind schwach, weil die Zahlen schwach waren. Was ich noch wirklich sehr schön, diese Kerze hier am Dienstag, eine Kapitulationskerze par excellence. Die ganzen großen Adressen waren alle mega short im Pfund, Makro,
keine Ahnung, die großen Investmentbanken. Und das ist hier einfach eine sogenannte Kapitulation. Das ist eine 5-Minuten-Kerze von über 120 Pips. Das heißt, hier sind Stop-Loss-Orders in Milliardenhöhe ausgelöst worden. Das heißt, hier hat keiner jetzt mehr prozyklisch, also aktiv gekauft. Ja? Wer kauft denn jetzt hier nach 120 Pips? Das sind Zwangsliquidationen, wurde auch natürlich schnell wieder korrigiert. Das war es dann erstmal mit der Aufwärtsbewegung. Das heißt, irgendeiner ist hier ausgestoppt worden oder zwangsliquidiert worden. Ja? Arme sauber, wie gesagt, der Trend war long, schon intraday. Dann, ja. Aber wie gesagt, das sind auch teilweise Marktteilnehmer, die nicht nach Charts agieren, wie du vorhin schon gesagt hast, sondern da spielen andere Dinge eine Rolle. Das sind einfach richtig, große Player. Richtig, richtig. Und der ist dann sicherlich auf die Mütze gefallen. Ich meine, das war auch, die Bewegung war auch bei anderen Währungen zu sehen. Ich meine, da ging es auch direkt auf Dollarbasis kräftig zur Sache, weil auch Euro US-Dollar hatte an dem Abend dann noch einen schönen Spike von 30, 40 Pips gemacht, auch deutlich über Range. Ja. Das war wirklich, da wurde auf US-Dollar-Seite sicherlich einiges glattgestellt, sei es im Dollar-Future. Auf jeden Fall ist da viel passiert in dem Zusammenhang. Und was jetzt hier in dem Chart natürlich schön zu sehen ist, man wartet auf den Pullback, wenn er nicht kommt, schaut man natürlich hinterher. Ihr seht jetzt gerade die 5-Minuten-Kerze, die hier sehr, sehr, sage ich mal, reversalartig herkommt, aber da nicht aus der Ruhe bringen lassen. Ja, ich meine, was man machen kann, sind vielleicht gestaffelte Einstiege. Henry, kennst du sowas? Machst du sowas? Also schon mal. Und Elon ist natürlich, ja, natürlich, man hat jetzt die Möglichkeit natürlich, sag ich mal, unser Ziel ist 1,29 ungefähr, die Levels, die Highs da, das Kapitulationshoch, das wird mit Sicherheit irgendwann nochmal getestet. Und vorhin waren wir so bei 28,30, das heißt, ich habe jetzt 70 Punkte Luft nach oben gehabt, jetzt habe ich 110 Punkte nach oben, das heißt, es ist schon mal ein wesentlich interessanteres Level und da kann man natürlich drüber nachdenken über ein Scaling in. Das heißt, man kauft jetzt hier zum aktuellen Level schon ein Drittel der ursprünglich geplanten Position, damit man wenigstens dabei ist. Ist aber bereit, was man eigentlich nicht machen sollte, was nicht empfehlenswert ist, eine Verlustposition zu verbilligen. Aber wenn man, wenn das ein geplanter Einstieg ist und du kaufst nur ein Drittel der Position, die du ursprünglich wolltest, dass du auf jeden Fall dabei bist, wenn es nach oben gehst, jetzt vom aktuellen Niveau, dann ist es in diesem Szenario durchaus auch mal legitim, in dem Falle vorliegende Verlustposition zu verbilligen, wenn das ein geplanter Einstieg mit einer Teilposition ist. Ja? Das ist natürlich legitim. Ja? Wenn man jetzt hier mit 30 Pips all in long geht, kann es natürlich sein, man wird nochmal abgeholt und dann geht es erst nach oben. Ja, das ist immer die Krux, ja. Deswegen ist es es gibt keinen heiligen Gral, es gibt nicht die perfekte Trading. Ich sage immer, Trading ist ein Art, not a science, also ist eine Kunst, keine Wissenschaft, ja. Das man muss da schließe ich mich dir an, Randy. Ich sage auch immer gern, der Chart ist wie Kunst, es liegt im Auge des Betrachters, weißt du? Der eine sieht eine Umkehrformation, der nächste sieht wieder eine Bestätigungsformation, obwohl es da eigentlich gar keine Differenzen geben darf, aber der eine sieht so, der andere so. Das ist tatsächlich eine sehr subjektive Wahrnehmung. Deswegen auch mit Indikatoren und Chartüberladen aufpassen. Das ist gerade, je mehr Freiheitsgrade man hat an Einstellungen, ja, kleine Durchschnitte, Indikatoren, Oszillatoren, desto verwirrender ist es ja. Und man kann ja nicht glauben, dass man mit den goldenen heiligen Gral-Parametern dann tatsächlich das Setup findet, was immer funktionieren wird. Weniger Freiheitsgrade sind besser, ja, also man muss das wirklich relativ reduzieren, um auch schnelle Entscheidungen treffen zu können. Das heißt auch, wie Henry schon sagte, er ist da relativ knapp beseelt mit seinen Zeichnungen und das ist auch durchaus legitim. Mein Rainbow ist im Prinzip ja auch eine Geschichte dessen, dass man in Anführungszeichen den schon gar nicht mehr braucht, weil man schon vom geschulten Auge her sieht, das wird wohl ein bullischer Rainbow sein, wenn man den drunter legt, aber er hilft auf jeden Fall, starke und schwache Phasen zu unterscheiden. Aber grundsätzlich ist das ein wichtiges Thema, dass man da sich eben orientiert und seine Skills findet. Und mit den Staffeleinstiegen, das ist eine Methode, muss ich sagen, ich habe das früher beim Swing Trading häufiger gemacht, sehr komfortabel. Ja, man muss natürlich hier schön ausrechnen, wie das mit seinen Risikoparametern ist, ja, aber so ist man schon frühzeitig dabei, pyramidisiert in Anführungszeichen, dann wohlwollend dessen, dass man sagt, also ich versuche einen guten Entry zu finden, einen besseren Entry zu finden und vielleicht den idealen Entry, um einfach bei der Bewegung dabei zu sein. Also gestaffelte Entries sind meines Erachtens nicht schlecht, nennt sich auch Scale-In oder Scale-Out, je nachdem, wenn man dann Positionen verringert, zum Beispiel, wenn man in den Verlust geht, auch das sind Möglichkeiten namens Scale-Out. Aber kurz eine Frage zur
Daniela, mit dem Timetable, gute Frage. Also es ist im Prinzip so, dass wir jetzt noch eine gute halbe Stunde etwa machen bis 11:15, also kurz nach 11, 11:15. Und 14:15 geht es weiter. 14:15 unter demselben Link, den ihr jetzt hier im E-Mail-Account schon habt. Da nochmal draufklicken, 14:15 vor den News, wie gesagt, vor den Cut-News. Da haben wir dann direkt 14:30 nochmal schöne Cut-Action, um uns das mal anzuschauen, was da möglich ist, im Vorfeld ein Stück weit analysieren. Und 14:15, wie gesagt, geht es weiter bis etwa 16, 16:15, schauen wir mal. Jetzt werden wir noch eine knappe halbe Stunde machen, vielleicht auch nur 15 Minuten, je nachdem, was Henry noch vorzaubert. Ich bin aktuell, wie gesagt, flat, sehe jetzt hier auch nicht die großen Ambitionen. Pfund sieht, wie gesagt, interessant aus, wenn es ein Stück weit zurückläuft noch, aber das muss man mal sehen, wie man kauft. Letztlich hier wichtig, seinen Weg zu finden. Jetzt haben wir hier ebenso viel heftige Bewegung im Schweizer Franken Yen vorhanden. Ja, also die Yen-Pairs, wie gesagt, sind sehr, sehr aktiv. Das muss man ganz klar wissen. Also im Bewegungshandel immer sehr zu bevorzugen. So, gibt es sowas? Man bräuchte eine Option auf den tieferen Schweizer Akt. Franken gegen Yen können wir So. Genau, Schweizer Franken Yen. Ich hoffe, du bist da, Henry. Genau, Henry holt ihn gerade mal auf dem Schirm. Können wir uns auch anschauen? Genau. Günther fragt noch, Henry, gerade reingekommen, wie dir deine kurzfristigen Signale zustande kommen, deine Services. Also sozusagen, du hast jetzt nicht direkt einen Service, sondern mehr so dein Open Space Guidance Desktop, wo du praktisch deine Forex-Level bekannt gibst. Wie die zustande kommen. Hat der Henry auf Eingangs, ich glaube, da warst du vielleicht noch nicht da, Günther, ein Stück weit mit Fibonacci-Widerstands, Resistance-Levels, so ein Mix ist das sozusagen, was Henry da praktisch adaptiert, um seine Forex-Level zu definieren, die dann eben für 7, 8 Stunden bis maximal 15 Uhr gültig sind, soweit ich das mal verstanden habe. Genau, also ich hatte es am Beispiel ja vom Euro erklärt, dass für mich gestern der Trend auf Short gedreht hat, und ich halt mich schaue, wo ich in den nächsten 5 bis 6 Stunden Short gehen würde, wo ein gutes Level ist. Ich weiß halt nicht 100%, ob er an diesen Levels dreht, aber die Wahrscheinlichkeit, da ich die Analyse gemacht habe, ist relativ hoch, dass es eine Marktreaktion in diesem Bereich geben wird. Ob er jetzt an diesem Level dreht und komplett einen neuen Trend entwickelt, das weiß ich nicht. Das Forex-Markt ist dynamisch, das wird man sehen, aber ich habe eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit, dass an diesem Level wieder trendorientierte Trader sich intraday kurzfristig antizyklisch gegen den übergeordneten Trend positionieren, und das ist im Prinzip die Aussage von den Levels, ja. Also wie gesagt, diese Levels sind für Intraday-Trader gedacht, dass man intraday eine gewisse Reaktion an diesen Levels in die übergeordnete Trendrichtung erwartet. Und dann obliegt es dem Trader oder der Traderin selbst zu schauen und diesen Trade zu managen. Das mache ich ja nicht. Ich gebe diese Levels an, wo ich eine Preisreaktion erwarte, wo man da was verdienen kann. Aber ich biete keinen Trading-Service an in dem Sinne. Ich gebe jetzt hier Ein- und Ausstiegssignale und sage dann, jetzt müsst ihr den Gewinn mitnehmen oder jetzt den Stop nachziehen, jetzt versuchen wir mal laufen zu lassen. Das ist dann die Aufgabe des Traders, der diese Levels nutzt, sage ich mal. Deswegen ist dieser Service auch alles kostenlos. Das ist kein Trading-Service, das ist einfach nur Information. genau, ist ein Research-Service, wo für Intraday-Händler, sage ich mal, mit Gegenwehr der bestimmten Bullen-Bären-Partei zu rechnen ist, wo man, sage ich mal, einen guten Einstieg erstmal hat. Und dann gucken, wie sich der Trade entwickelt, ob man ausgestoppt wird, wenn es nicht läuft. Natürlich, sie sind ja nicht alles Treffer, ja. Oder wenn es gut läuft, dann kann man entweder sagen, ein R verdient. Ich habe ja die Stops da auch mit angegeben. Richtwerte, und nimmt man mit, oder man sagt, jetzt lasse ich versuch mal mehr zu holen. Das muss der Trainer dann entscheiden. Ja? Da kann man sich im Stream dann austauschen. Und fragen, was denkt ihr, zieht der noch weiter an? Ich meine, da gibt es ja, dafür gibt es ja auch die Community, wo die Zuhörer des Webinars sehr gerne eingeladen sind, da auch mitzumischen, ihre Trades vorzustellen, sich mit anderen Usern auszutauschen, gerne auch Fragen stellen dürfen, die entweder ich oder die anderen aktiven User da im Stream gerne beantworten. Ja? Also dazu ist ja der Austausch da, wie gesagt, so eine Community in Anführungsstrichen ist auch wichtig, sage ich gerade mal, für Anfänger, wo man viel, sage ich mal,
kostenlosen Input bekommt von Leuten, die vielleicht schon etwas länger handeln und vielleicht sich da hier, dort was abschauen können oder von einem anderen das abschauen können, was für einen funktioniert. Wie gesagt, ich wiederhole nochmal, es macht in meinen Augen keinen Sinn, wenn Sie mich oder irgendwelche anderen Leute nachhandeln, sondern Sie müssen versuchen, ja, da kommen Sie nicht dran vorbei, wenn Sie Interesse am Trading haben, sich die Arbeit selber zu machen. Was funktioniert für mich? Welche Zeitrahmen funktionieren für mich? Mache ich Forex? Mache ich nur DAX? Forex ist, wie gesagt, insofern viel interessanter. Wie gesagt, ich habe in Anfangsjahren auch viel Aktien und viel DAX gehandelt. Forex ist einfach viel interessanter in meinen Augen, weil man eigentlich die verschiedenen Möglichkeiten hat, verschiedene Währungspaare. Wenn jetzt zum Beispiel im Euro nichts los ist, dann handle ich halt das Pfund, ja. Und wir sehen halt, wo dreht er? Er dreht jetzt hier schon an dem Level. Das heißt, wenn wir jetzt keine Teilpositionen, wie wir es überlegt hatten, gemacht hätten, dann würden wir jetzt wahrscheinlich in die Röhre gucken, weil, wie gesagt, Idee ist, der übergeordnete Trend ist long. Negative Marktreaktion, wie ich heute früh schon gesagt habe, wollen wir tendenziell rein auf der Long-Seite ist. Natürlich, wenn es uns Traumlevel nicht gibt, ja, das Wunschlevel des Charties, aber es ist ja kein Wunsch, dann muss man halt versuchen, dass man wenigstens eine Teilposition eingeht schon, aber bereit ist dann vielleicht nochmal die richtige Position am Top-Level aufzubauen. Ne? Genau. Also, aber wie gesagt, hast du gut gesagt, jetzt beim Pfund ein schönes Beispiel, ne? Da hat die Stops vom gestern oder die Tiefs sozusagen kurz unterschritten, swoosh, dann jetzt gleich reversalartig gedreht, aber jetzt muss man sehen, ob die Dynamik eben wirklich ausreicht, um deutlich jetzt über oder Richtung 1,2830 wieder zu ziehen. Kann jetzt auch trotzdem noch das Szenario eintreffen, dass wir die große Price Action Zone da zwischen 1,2760-70 da nochmal touchieren. Aber die Frage vom Günther, ob das intuitiv oder automatisiert bei dir ist, ist letztlich ja beantwortet. Das heißt, du machst es intuitiv schrägstrich diskretionär deine Levels. Das heißt, du schaust den Chart jetzt nicht mit einem gewissen automatisierten Schablonen-Setup an, sondern das ist dann, die Levels identifizierst du manuell sozusagen. Richtig. Genau. Man muss da schauen, auch die Vortages-Action mit in Betracht ziehen. Das heißt, wenn es einen ganz starken Aufwärtstrend gibt, zum Beispiel wie hier im Cable am Dienstag, dann kann ich jetzt nicht hier irgendwie sagen, der setzt nochmal auf diese Levels zurück, ja, weil der Trend ist so stark. Das heißt, ich muss mir dann im 15-Minuten-Chart die Levels suchen, wenn ich sage, ich will hier irgendwo einen Long-Entry suchen. Ja? Das kommt dann, wie gesagt, immer auf die Price-Action des Vortages auch drauf an. Wie gesagt, nach so einer Bewegung ist es natürlich ganz schwierig, da jetzt hier am Folgetag so einer Bewegung irgendwas zu handeln. Ich hatte den dann auch am Mittwoch, glaube ich, auf neutral gelassen, beziehungsweise mein Buy-Level war irgendwo hier unten 27,80. Ich habe es in der Rippen, lass mal kurz schauen, ich glaube 27,80. Aber der Trend war so stark, dass das Buy-Level am Mittwoch, am Tag darauf gar nicht erreicht wurde. Weil, wie gesagt, die Jungs, die short waren, die haben sich alle so sehr die Finger verbrannt. An dem Folgetag geht keiner mehr short hier. Die lecken sich alle die Wunden am nächsten Tag hier. Gestern ging es da nochmal ein bisschen runter. Beziehungsweise erst am Abend dann die mit den Amis, ja, die dieses Level abgearbeitet hatten. Ja. Das ist halt dann so. Wir können ja mal, ich schaue gerade mal, was ich da am Mittwoch geschrieben hatte mit den Levels. Aber um die Frage zu beantworten, es ist diskretionär. Also ich sag jetzt nicht, da SMA 100 im 5-Minuten-Chart, der ist dort bei den Levels und dort kauft er jetzt oder dort verkauft er jetzt, sondern ich versuche das als Art Puzzle zu betrachten. Schau mir die Vortages-Action an. Schau auch, was für Konjunkturdaten kommen, wo ich dann vielleicht das Level weglasse auf neutral lasse, wenn es zu heiß ist zum Beispiel. Dann schreibe ich auch da mal nichts bei den Levels, beim Pfund zum Beispiel. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass das Level überrannt wird, ist dann manchmal hoch, ja. Aber wie gesagt, es ist diskretionär, ja. Genau. Hörst du mich noch, Chris? Klar. Vielen Dank für die Erklärung an dieser Stelle und zeig uns doch mal kurz dein Guidance-Desktop. Ich stelle den auch mal kurz rein, weil danach gefragt wurde, wo sind denn die Levels zu sehen? Man glaubt es kaum, aber es gibt eben immer noch tatsächlich viele User, die deinen Desktop nicht kennen. Insofern gleich mal gepostet hier den Desktop vom Henry und nochmal meinen direkt hinterher. Hier gibt es, wie gesagt, immer ein bisschen was zu lesen zum Forex-Markt.
Wir haben ja auch unseren Also ich JFD-Desktop an dieser Stelle. Da ist nur mit dem Livestream-Widget gerade derzeit das nicht so gut am Funzen. Deswegen müsste man die Live-Videos alle immer gern auf YouTube schauen. Aber auch da stelle ich den gern mal rein. Aber Henry, jetzt zeig uns erstmal, was du da so zu bieten hast, ne? check mir die Levels von gestern. Ich gebe dann halt immer am Morgen nochmal die wichtigen Daten an, die man auf jeden Fall beachten sollte, ja. Und die Levels hier. In der Regel sind das Major Pairs, aber gestern hatte ich auch mal den Euro gegen den tschechische Krone eher als mittelfristigen Trade, hatten wir dann hier im Stream diskutiert mit den Usern. Wie gesagt, es gab da 137 Beiträge von den verschiedenen Teilnehmern. Und wir hatten gestern das Level Long 1,27,80,90 im Kebel mit 30, 40 Pips Stop. Das hat man jetzt ja schon mehrmals analysiert. Kannst du noch mal kurz holen. Ich zeichne das jetzt mal grafisch ein, quasi im Chart, wenn er mich lässt. Das heißt, diese waren Kauflevel 27, 80, 90. Sollte also irgendwo in dem Bereich gekauft werden am gestern. Also die wurden veröffentlicht um 8:50 Uhr, ja. Und wir schauen mal, wann die Levels getroffen wurden. Gestern war der 20., ja. 6:15 Uhr, das heißt, wir haben hier die Bewegung 8:50 Uhr und im Prinzip hier 8:30 Uhr, hier waren die Levels. Das heißt, ja klar, okay, der Trend ist für mich long nach dieser Bewegung im Kebel. Das heißt, ich schaue jetzt hier nur tendenziell nach Long-Einstiegs. 8:50 Uhr waren wir aber hier. Mein Level war hier. Das wurde dann 13:30 Uhr erreicht. Das heißt, die Aussage aus diesen Levels ist, ich erwarte um 8:50 Uhr, was hier war, eine positive Preisreaktion in diesem Bereich. Die haben wir dann auch gesehen. Das heißt, wer sich hier nicht ganz blöd angestellt hat, hat hier was verdient mit den Levels, ja. Weil es danach um satte 50 Pips gen Norden ging. Ja. Das ist im Prinzip die Funktionsweise von den Levels. Es ist relativ einfach und simpel gehalten, aber ich hoffe dann doch, dass den einen oder anderen Mehrwert hat für die User. Wie gesagt, wir haben jetzt auch Gold immer mal mit betrachtet, weil da Action war, weil eigentlich der Fokus ist auf die Major Pairs, den Aussie-Dollar. Da gab es gestern eine heftige Aufwärtsreaktion. Der übergeordnete Trend war aber noch long, ja. Es mag vielleicht für den einen oder anderen überraschend, Quatsch, der übergeordnete Trend war short, aber für den einen oder anderen vielleicht überraschend gewesen sein, dass ich da gestern einen Long-Level hatte, ja. Aber wie gesagt, 11:30 Uhr, ne? Ich weiß gar nicht, ich glaube, das wurde gestern verfehlt. Ich habe leider gestern wenig Zeit gehabt zu behandeln. Der war 8:30 Uhr, 8:50 Uhr. Das ist nicht nochmal angelaufen worden, dieses Support-Level, ja. Das wäre im Prinzip also nicht erreicht worden gestern im Aussie-Dollar. Aber wie gesagt, nicht jedes Level wird erreicht. Wie gesagt, ich gebe die Levels an, weil ich von diesen Levels eine hohe Reaktion erwarte. Wie gesagt, in die entsprechende Richtung, die erstmal wichtig ist für Sie. Als Leser vielleicht oder als Nutzer dieser Forex-Levels ist auch erstmal ganz wichtig, dass Sie nicht unbedingt gegen diese Aussage handeln. Das heißt, Sie versuchen jetzt nicht den Aussie-Dollar zu shorten oder nicht den Euro zu shorten oder nicht das Pfund zu shorten. Das ist ja vielleicht auch schon mal eine Hilfe, ja. Wenn ich das jetzt so analysiert habe, dass ich die tendenziell nur long anfassen würde, dass man sagt, okay, probiere das nicht unbedingt jetzt dagegen zu handeln, sondern ich gucke halt, dass ich ein gutes Level kriege da, um in diesen Trend einzusteigen. Das ist vielleicht auch schon mal für den einen oder anderen Anfänger mal eine ganz gute Hilfestellung. Aber wie gesagt, für den Fortgeschrittenen ist das natürlich nur eine Beimischung. Er hat seine eigenen Setups und seine eigenen Signale. Dann kann das nur eine Ergänzung sein oder so. Aber vielleicht auch nicht verkehrt, ja. Ja, wie gesagt, das ist ja auch ein Ansatz, wo du, ja, wie schon gesagt, auch Informationen lieferst, um dann ein Stück weit den Blick auch zu öffnen, ne, für den einen oder anderen. Jetzt haben wir noch ein paar Fragen, zum Beispiel. Die Levels sind spitze, für das Erstellen des eigenen Setups. Also wie gesagt, Henry, das ist doch schon eine große Hilfe für den einen oder anderen Teilnehmer. Das ist auch nicht die einzige Erwähnung.
Wo kann man die Währungspaare, die Henry Phillips täglicher, genau, Franz, das haben wir schon gepostet, den Link, den müsstest du haben. Vielen Dank für die Erklärung an dieser Stelle. Henry, die Frage, was halten wir vom Orderbuch? Das ist beim Forex, Markt, der ja ein OTC-Markt ist und Interbankenhandel, ist ein Stück weit anders. Orderbuchhandel, wie gesagt, da braucht man ja auch eine Präsenzbörse zu, einen Marktplatz. Was hältst du davon? Also gerade Orderbuch-Trading ist natürlich gerade im Aktienbereich, im Future-Bereich das A und O. Also im Orderbuch kann man im Prinzip den Chart auch identifizieren, die großen Orders identifizieren. Orderbuch ist extrem hilfreich, aber da der Interbankenmarkt, der Forex-Markt insofern nicht zentralisiert ist, ist das mit dem Orderbuch so eine Geschichte. Was hältst du vom Orderbuch? Also, du hast natürlich vollkommen recht, es spielt im Forex-Markt jetzt nicht so eine große Rolle. Ich habe früher Währungsfutures, wie gesagt, im Future-Bereich gehandelt. Da habe ich schon ab und zu mal aufs Orderbuch geguckt, gerade so ein bisschen bei liquiden Kontrakten, wenn ich mal den neuseeländischen Future gehandelt habe. Neuseeland-Dollar-Future ist nicht so viel Liquidität, da muss man schon mal, wenn man jetzt den Future handelt, natürlich das Orderbuch angucken. Ansonsten spielt es in meinen Augen im Forex-Handel nicht so eine große Rolle. Wenn ich zum Beispiel einen Mini-S&P-Future handeln würde, würde ich mir natürlich auch das Orderbuch angucken und ja, vielleicht, wenn da 500 Kontrakte im Aas stehen, vielleicht meine Sell-Order einen Tick drunter geben oder so. Ne? Das ist natürlich dann, wenn man im Future-Bereich agiert, interessant, aber jetzt im Forex-Handel spielt es nicht so eine große Rolle. Ja, nee, es kommt immer drauf an. Ja, weil man eben auch nicht die Orders der Gegenpartei insofern in dem, man sieht jetzt nicht, UBS hat jetzt 10 Milliarden auf der Long-Seite Euro-US-Dollar, auf der Gegenseite die UBS irgendwie US-Dollar, Schweizer Franken, 20 Milliarden. Wie gesagt, das ist ein OTC-Markt, wo die Price-Action dann im Interbankenmarkt stattfindet und OTC over the counter, das ist im Prinzip eben auch das große Vehikel im Sinne des nicht regulierten Marktes. Ja? Also das heißt, es gibt keine Präsenzbörse für den Forex-Markt. Und das ist ja auch das, was den Forex-Markt ein Stück weit auch vom institutionellen Handel ist ja vertreten, aber für viele professionelle Vermögensverwalter auch noch ein Stück weit mit Vorsicht zu beachten lässt, weil man eben sagt, da fehlt ein Stück weit die Regulierung. Ich sage mir, das ist teilweise gar nicht gewollt, genauso wie es auch keine einheitliche, also unter uns, Henry, wir wissen, dass Greenwich Mean Time, also die Londoner Zeit, eigentlich für den Forex-Markt das maßgebliche ist. Aber schaut euch mal an, wie die Japaner den Chart sich anschauen und die Amerikaner wieder, die in ihren eigenen Zeitzonen ja auf die Charts schauen. Ne? Da muss man sehen, welche Zeitzone hat denn nun die Relevanz? Ja? Wo fängt denn der Tag an und wo hört er auf? Das sind so viele Unabwägbarkeiten, die den Forex-Markt sehr, sehr speziell, aber auch zugleich auch hochinteressant machen. Und der Forex-Markt ist eben auch von der Liquiditätsseite her gesehen der Liquiditätsstärkste, was haben wir jetzt, 5,1 Billionen US-Dollar am Tag, es waren mal 5,3, ist ein Stück weit zurückgegangen, aber ich meine, da werden Summen hin und her bewegt, das ist eben auch Preiseffizienz im höchsten Maße. Also da wird im Prinzip ein Stück weit die Welt ausgekugelt, weil man mit einer Währung eben auch ein Land zu Fall bringen kann oder auch ein Land wirtschaftlich gesehen in eine ganz andere Region dimensioniert. Das ist ja auch unser europäisches Problem, da wir mit unseren vielen, vielen individuellen Ländern einen Währungsmantel drüber gesetzt haben, was es natürlich jetzt schwierig macht, die einzelnen Länder in die richtige Position zu bringen, weil wir alle eine Währung haben. Und das ist ja eigentlich nicht das Grundprinzip einer Währung, sondern eine Währung kann eben eine Wirtschaft inflationär wie deflationär da in die eine oder andere Richtung bringen und das fehlt im Euroraum eben derzeit akut. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Im Grunde genommen, Orderbuch, denke ich, beantwortet gerade im Future-Bereich, das also ganz, ganz wichtig, muss man sagen. Also ich kenne keinen professionellen Future-Händler, der nicht mit dem Orderbuch handelt. Selbst viele, die die CFDs traden, schauen mit einem Auge auf dem Orderbuch. Siehe hier Heiko Behren zum Beispiel vom Godmore Trader auch, der hier ganz klar auch den Future-Markt beobachtet, um im CFD-Bereich dann seine Preislevel zu finden. Forex ist ein Interbankenmarkt, ja. Das sind die Professionen, das ist ein Zugang für, oder sag ich mal, das ist ein reiner Interbankenpreispool, der sich dort praktisch die Preise hin und her matcht, Währungsabsicherung tätigt, hedged. Da trifft sich der Währungsmarkt im Interbankenhandel, richtig. Der war übrigens bis zur Jahrtausendwende auch nur dem professionellen, institutionellen Bereich zugänglich. Der Retailmarkt, der klassische Kleintrader, hatte in den 90er Jahren, da gab es auch damals ja ausschließlich den Telefonhandel,
gar keinen Zugang zu dem Markt. Also da waren Ticketgrößen im Übrigen normal. Da gab es auch eine Mikrolot wie heute mit 0,01, gab es überhaupt nicht damals. Das gab es schlichtweg nicht. Also solche Handelsgrößen wurden damals gar nicht über den Tisch gezogen. Da ging es gleich in den Millionenbereich. Das hat sich hier tatsächlich ein Stück weit angepasst. Ja, also solche Lot-Tickets wie 0, also Mini- und Mikrolots gab es früher gar nicht. Es gab die Lots und das sind 100.000 Einheiten, sprich 100.000 Euro, eine Lot, 10 Lots, 1 Million, und solche Ticketgrößen wurden dann nur gehandelt. Und das ist jetzt schon ein Stück weit anders, aber das große Rad, und da rede ich wirklich über 96, 97%, wird durch die Bank weg vom Interbankenmarkt gedreht. Also deswegen mit Charts sehr gut, um die Massenpsychologie einzufangen, aber das muss man definitiv fundamental, sentimenttechnisch alles in eine Waagschale werfen. Und das macht den Forex-Markt aber sehr, sehr spannend. Ich habe jetzt hier noch einige Fragen, jetzt muss ich mich direkt mal durchscrollen. Das hat sich jetzt hier echt ganz schön aufsummiert. Berechnung von Chris, Tipps. Hast du da eine Website? Ich hätte eine, und zwar eine Minilot zum Beispiel. Was ist das Ergebnis in Euro, wenn man minus 20 Pips hat? Hans-Joachim, da gibt es bei uns auch im MetaTrader 4 den Add-on, die Mini-Terminal-Add-ons. Da kannst du dir das anzeigen lassen zum einen, aber es gibt auch Webseiten, wo du dir das anzeigen lassen kannst. Ganz früher habe ich es mit einer Excel-Tabelle gemacht. Das war wirklich mega oldschool. Aber heutzutage gibt es das auch auf Webseiten. Vielleicht, Henry, hast du da eine parat, wo man praktisch den Pip-Wert bei einem Währungspaar plus minus dann sich in Euro anzeigen lassen kann? Hast du sowas? Ich hatte mir auch eine Excel-Tabelle früher gebastelt. Und Ah, ich hatte hatte ich mir dann auch. ausgedruckt, ich kann dir mal raussuchen, hab die, wo ich dann immer die Positionsgröße angepasst habe, je nachdem, wie sich der das Cross-Currency verändert hat zum Euro. Aber jetzt so eine direkte Webseite, da gibt es bestimmt was, müsste man mal schauen. Also das lässt sich ja googeln, denke ich mal, das ist kein Problem. Mein Vorschlag wäre, dass wir die Fragen vielleicht dann am Nachmittag mit abarbeiten. Du kannst mir die ja weiterleiten. Ich wollte auch noch mal ganz kurz darauf hinweisen, ich weiß ja nicht, inwieweit die User da den Gottmo-Trader auch kennen, wo ich ja am Morgen dann immer die Euro-Dollar-Tagesausblick schreibe. Die finden Sie einfach auf gottmo-trader.de, wo es einfach eine ganz kurze, prägnante zwei, drei Sätze zum Euro, wie ich den Tag sehe. Ja, das sind jetzt keine Studien im Sinne von zwei Seiten PDFs, sondern die kriegen einfach von mir in zwei Seiten, was Fakt ist, und das steht hier aus rein charttechnischer Sicht, das gestrige Intraday-Reversal klar negativ zu interpretieren. Solange wir die Hochs nicht nehmen, dominieren die Abwärtsrisiken. Und das ist das, was wir vorhin, wenn Sie das mit den Levels zusammenpuzzeln, dass man einfach sagt, ich sehe den Short und ich will in Erholung Short gehen. Und das wäre das Level gewesen heute früh, was wir auch vorhin im Webinar schon besprochen hatten, wo gleich am Anfang, was wir beim Euro machen könnten, den nur Short machen. Und genauso ist es gekommen. Der Euro ist hier an dieses Level rangelaufen. Wo haben wir jetzt? Und ist seitdem 40 Punkte runtergekommen. Das heißt, wenn man da den antizyklischen Einstieg erwischt, ja, ein gutes Level, dann ist man doch hier fein bei der Sache, ja. Also ist doch hervorragend. Und da lohnt sich dann halt die Charttechnik, ja. Richtig, wie gesagt, Also sagen hier, es da ist hat er den. auch, es ist genau richtig, Henry, es ist immer eine Kombination aus beiden. Also wie gesagt, ich kenne Forex-Händler, die verteufeln die Charttechnik, wobei ich da sagen muss, das ist meines Erachtens nicht ganz richtig. Es ist mehr der Konstrukt aus allem, aber klar ist die technische Analyse, die Charttechnik jetzt nicht überzubewerten. Im Gegenteil, liebe Zuschauer, die wird in der Masse viel zu hoch bewertet, ja, also es wird viel zu viel draufgelegt nach dem Motto, das ist jetzt so richtig, aber es gibt auch, schaut euch unseren André Rhein ein mit seinem, das ist ein sehr starker Pattern-Trader gewesen, der ist viel auf Muster gegangen ist, natürlich aber auch fundamentale Aktien im Auge hatte, aber der hat dann mega viele Ausbrüche gehandelt, rein technisch basierend, und hat ja ein mega, ich glaube 140% mit Knockout-Produkten gemacht in 2 Jahren, also eine mega Equity hingelegt, super Track-Record, ganz klar, völlig transparent, super, also muss ich nochmal den Hut an André ziehen, wer das mit Knockout schafft, das ist schon Königsdisziplin. Aber man muss ganz klar sagen, das ist ein Mix, wie gesagt. Und Frage noch, Franz, am Future-Markt spricht man von Kontrakten, ja, Future-Kontrakten. Am Forex-Markt gibt es die Lots. Und das sind die Währungseinheiten sozusagen. Mikrolots, Minilots und Lots. Also die Lot ist die Standard-Ticketgröße, sind 100.000 Einheiten in der jeweiligen Kontowährung. Bei Forex Factory gibt es auch einen Pip-Wertrechner, Günther. Ja, genau. Also das, wie gesagt, kann man da sich leicht anzeigen lassen. Gut, Henry, jetzt kannst du direkt nochmal loslegen. Wir haben es auch schon bald geschafft, und dann nochmal kurz die Ansage. 14:15, liebe Leute, geht's weiter.
Henry, dir Du gehört hattest nochmal ja das noch Wort. mehrere Fragen. Du hattest ja noch mehrere Fragen. Ist da noch was, was wir jetzt noch abarbeiten wollen vor der Mittagspause, oder? Sonst zeige ich noch mal. Na, eine Frage wäre noch, ob es von dir noch tägliche Kurzanalysen zu anderen Währungspaaren gibt. Da müssen wir mit meinem Chef sprechen, dass er mir Kapazitäten freiräumt. Also im Prinzip bin ich schon gut ausgebucht mit dem, was ich habe. Ich wollte Ihnen nur noch mal, also es gibt auf der, wie gesagt, das ist dann immer eine Frage, was kann man ohne Geld zu verlangen kostenlos anbieten? Wenn ich jetzt permanent tagsüber Kurzanalysen erstellen würde, dann müsste es eine gewisse Bereitschaft geben, dafür zu bezahlen. Und das ist ja bei den meisten Leuten nicht. Von daher ist es nicht, ja. Also ist einfach so. Ich zeige nochmal eine andere Seite. Das ist Trading Economics. Hier haben Sie nochmal die anstehenden Daten, alles in Deutsch. Ist eine ganz gute Seite, de.tradingeconomics.com. Wir sehen hier die Zinssätze in den Währungen, ein paar Makrodaten. Ich schaue gerade, ob da sowas gibt wie Erklärung, weil es wurde ja gefragt mit Lots und Kontrakten. Aber sowas finden Sie dann meistens auch, die haben ein FAQ oder sowas vielleicht oder nicht. Sowas finden Sie aber auch bei gottmuttrader.de auf der Wissensseite, ja. Die Frage hast du ja jetzt beantwortet mit den, ich wollte nur eine gute Seite finden, wo das alles jetzt noch mal auf Deutsch auch erklärt wird, weil natürlich auf Englisch kann ich es Ihnen geben, aber Sie haben hier auch Einsteiger im Wissensbereich, wo Sie gerade so grundlegende Sachen auch erklärt bekommen im Forex-Bereich, wo es hier auch, sag ich mal, Wissen für Börseneinsteiger, wo auch es in Forex-Seiten gibt, bestimmt, da gibt es sicherlich was. Ja, da Grundlagen des Forex-Handels, das gibt es hier auf. genau, da haben wir auch viel. Da werden wir auch nochmal ein Webinar direkt machen. Jetzt bei JFD vielleicht an dieser Stelle gleich nochmal so eine Art Workshop zum Forex-Markt. Also ich hatte das damals beim Gottmor Trader auch in so einer Art Online-Seminar gemacht. Wie gesagt, da, oder ich habe auch selbst ganz kurz, da fällt mir gerade ein, auf unserem YouTube-Channel habe ich direkt bei den IB Days einen 2-Stunden-Vortrag über den Forex-Markt gemacht. Also ich glaube, da habe ich so ziemlich alles erklärt, was den Markt hergibt. Da könnt ihr mal auf unserem YouTube-Channel schauen, das mal nebenbei. Ansonsten Gottmor Trader hier, Wissensbereich, Einsteiger im Wissensbereich, auch da wird der Pip erklärt. Der Währungsmarkt, Schrägstrich Devisenhandel, das könnt ihr euch da, wie gesagt, reinsaugen. Da haben wir schon Grundbegriffe des Forex und Devisenhandels, den Link. Da Pips sind Big Figure, wann ist es ein Big Figure, etc. etc. Also da kann man sich durchlesen, um einen kleinen Einstieg zu finden. Aber wir werden das, nehme ich mal mit, als Workshop. Ja, also nächsten Monat haben wir wieder einige Webinare am Start, sind schon fixiert und geplant. Werden wir demnächst auch ein Mailing rausschicken, aber da nochmal nehme ich das für den Juni mal mit auf, dass wir dann den Forex-Markt nochmal beleuchten. Okay. Alright. Gut, Hans-Joachim, Frage beantwortet, Okay. genau. Gibt es ohne Ende. Günther, gibt die Fragen bei Google ein und es gibt Infos ohne Ende. Ja, ist korrekt, genau. Also, wie gesagt, da kann man viel, viel finden. Ich würde an dieser Stelle so langsam, wie gesagt, dem Henry auch mal eine Atempause geben. Er hat ja auch dann, wie gesagt, auch noch seinen Daily Traffic beim Gottmor Trader. Freue mich auf jeden Fall, Henry, dass wir, siehst du, jetzt schon 2,5 Stunden mal abgebrochen haben. Theoretisch können wir das auch weiter fortführen bis zum Nachmittag, aber wir bräuchten oder brauchen natürlich jetzt auch mal eine kleine Pause. An dieser Stelle danke schon mal vorab, Henry, für die Vormittagssession. Am Nachmittag, wie gesagt, 14:15 sehen wir uns auf jeden Fall und hören uns wieder. Ich sage erstmal danke den Zuschauern auch. Würde mich freuen, wenn er am Nachmittag wieder reichlich aufschlagt. Ich weiß, und das ist eine statistische Tendenz, dass am Nachmittag eigenartigerweise immer weniger zugegen sind als am Vormittag. Das muss ich mal hinterfragen, warum das so ist, weil in der Regel hätte ich fast es genau andersrum immer erwartet, weil am Nachmittag der ein oder andere gerade Freitag jetzt ja schon früher zu Hause ist, mehr Zeit hat, weiß ich nicht. Aber wir schauen einfach mal. Letztlich freue ich mich drauf, dass wir uns am Nachmittag wiedersehen. Gleicher Link. Henry, du noch was zu sagen? Erstmal vielen Dank fürs Zuhören und ich hoffe, wir sehen uns oder hören uns am Nachmittag wieder. Genau, so es denn die Technik will, und da bin ich eigentlich guter Dinge, sage ich an dieser Stelle auch nochmal vielen Dank für die Teilnahme und freuen wir uns mal drauf, was der kanadische Dollar so am Nachmittag treibt. Wir werden es auf jeden Fall analysieren. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Liebe Zuschauer, danke fürs Dabeisein. Bis 14:15 in dem Fall und dann ciao dabei. Bis später.